Könnte man jetzt von der rein finanziellen Seite abwägen, schicke ich immer wieder einen Brief, was Geld kostet, oder wenn es beim Meldeamt was kostet, bezahle ich das einmal. Das sind Möglichkeiten. Muss man nicht machen, kann man. Gut. Wir kommen zum nächsten Punkt auf der Tagesordnung. Das ist Satzungsänderungsantrag 12, Einfügen eines neuen Paragraphen 12.5. Ich sage doch, Thomas, bleibt einfach da. Ach ja, schade, den hätten wir vielleicht vorher machen müssen. Ich war mir sicher, da war was. Wir haben ja eben darüber unter anderem diskutiert, dass wir vielleicht Anträge, stehen eigentlich auch noch welche? Dass wir vielleicht Anträge auch hier in der Versammlung nochmal abändern könnten. Und genau diese Möglichkeit soll uns durch diese Ergänzung der Satzung unter dem Punkt 12.5 gewährt werden, denn der sagt, neben Mitgliedern, jetzt habe ich euch das ganz Falsches erzählt. Zu viele Anträge. Ja. Wir sind eine Mitmachpartei. Wir sagen, Menschen können bei uns mitarbeiten, sie können in den AGs aktiv sein, sie kommen zu den Stammtischen, bringen dort ihre Ideen ein. Und wir haben dann allerdings das Problem, dass wir, wenn diese Menschen Anträge entwickeln, sich als fachkompetent erweisen, sie diese Anträge nicht hier auf einer LMV vorstellen dürfen. Wir hatten da eine Situation in Celle, Annette wird sich erinnern, wo es durchaus Probleme damit gab, einen Antrag von einem Nichtmitglied überhaupt zu behandeln. Und auch wenn es tatsächlich die Möglichkeit gibt, dass Anträge von Nichtmitgliedern, von Mitgliedern übernommen werden, ist das hier ein Antrag, der zeigt, dass wir diese Beteiligung auf auch ohne Mitgliedschaft von A bis Z tatsächlich durchziehen. Ja. Ich finde die Intention dahinter auch mal wieder gut. Es hat nur zwei Probleme. Erstens, rein formalmäßig ist es immer ein bisschen kritisch, wenn man in Satzungen Absätze nach hinten verschiebt und umbenennt, vor allem wenn sich andere Satzungen auf diese Sätze beziehen. Deswegen würde ich das eher als 12.5a bezeichnen oder 12.4a, damit es von der Reihenfolge her passt. Ganz abgesehen davon braucht hier so ein Antrag sowieso eine Unterstützung von 10% der Mitglieder, die da sind. Das heißt, es muss überhaupt abgestimmt werden, ob das gemacht wird. Deswegen ist es meiner Meinung nach sogar einfacher, wenn sich Mitglieder, von mir aus mache ich das gerne, als Proxy bereitstellen, diese Anträge zu übernehmen. Dann braucht es auch keine extra Abfrage für 10% der Mitglieder, sondern dann ist er einfach gestellt. Ins Wiki stellen kann ihn sowieso jeder. Wenn es da Probleme gibt, dass jemand nicht reden darf, dann schreibt man sich halt in die GO rein, dass Nichtmitglieder genauso Rederecht haben. Und wenn es ist, ich sage hier, Person XY hat den gestellt und als erste Frage kommt die Person und erklärt den Antrag. Ich würde dem Antrag so nicht zustimmen wollen. Ich sehe da einfach ein gewisses Trollpotenzial. Man stelle sich die Situation vor, dass jemand dann mal, der nicht Mitglied ist dieser Partei und auch nicht dieser so wohlgesonnen, stellt 20 Anträge ein und wir müssen die dann hier auf einer Mitgliederversammlung alle einzeln darüber abstimmen, obwohl wir das gar nicht möchten. Ich denke, die Möglichkeit mit einem Proxy ist ausreichend. Hierzu noch eine Ergänzung. Wir haben es bei dem Mohr-Antrag gesehen, dass es bei uns relativ einfach ist, auch von extern an uns heranzutreten und zu sagen, ich habe einen tollen Antrag.
Dann dazu, wir haben vorhin das Problem gehabt mit dem Antrag, dass wir eine gewisse Ladungsfrist haben für Anträge. Das heißt, diese Anträge werden vorher eingestellt, sie müssen ja sichtbar sein und müssen dann erst einmal nochmal vor Ort zusätzlich von 10% der dann Anwesenden bestätigt werden. Halte ich für sehr problematisch. Ich würde vorschlagen, dass wir diesen Satzungsänderungsantrag in dahingehend ergänzen, dass wir mit reinschreiben, dass diese 10% dann später, wenn uns die SME oder ähnliche Tools zur Verfügung stehen, dort abgestimmt werden können. Denn wenn wir das erst auf einem Parteitag so beschließen und diese 10% irgendwie dafür erringen wollen, kostet uns das unnötig Zeit und verlangsamt die ganze Angelegenheit weiter. Gut, dein Schlusswort? Wenn ich das richtig verstanden habe, Ergänzungen jetzt bei Satzungsanträgen können wir leider gar nicht machen. Ich halte es für mehr als eine Geste, wenn wir diese Erweiterung unserer Satzung vornehmen und bitte nach wie vor um Zustimmung. Gut, danke. Dann kommen wir zur Abstimmung über diesen Antrag. Wer dafür ist, diesen Satzungsänderungsantrag 12 anzunehmen, der hebe bitte jetzt seine Karte. Gegenprobe, wer ist dagegen, diesen Antrag anzunehmen? Das ist keine Mehrheit für den Antrag, der Antrag ist nicht angenommen. Danke. Nicht angenommen. So, kommen wir zum letzten Satzungsänderungsantrag in diesem Top 10. Und zwar den Satzungsänderungsantrag 09. Der bezieht sich auf den Paragraphen 14 Absatz 3. Der Antragsteller Frank Wiegershaus. Ich weiß. Darf ich kurz fragen, ob der Frank anwesend ist? Ihn vorstellen mag? Mag ihn jemand anders vorstellen, den Satzungsänderungsantrag? Ich höre, da gibt es jemanden, den vorstellen möchte, der Flo. Ich stelle ihn jetzt einfach vor, weil ich ihn mir mal durchgelesen habe. Ich versuche meine Meinung dazu nicht einzubringen, um das möglichst neutral vorzustellen. Es geht darum, dass in Paragraph 12, welcher ist denn das? 12.6? Irgendjemand, der Paragraph, der den Landesvorstand beschreibt, soll reingeschrieben werden, wie Beauftragungen vorzunehmen seien über ein genau definiertes Prozedere. Ja, das Prozedere könnt ihr da lesen. Ich kann es gerade nicht lesen, weil das auf dem Monitor ein ganz bisschen anders angezeigt wird. Ja. Gut, ich eröffne die Redeliste. Ich würde sehr dafür werben, diesen Antrag bitte nicht anzunehmen. Ich glaube, wir haben bis jetzt ganz gute Erfahrungen gemacht mit den Beauftragungen. Ich sehe überhaupt gar keine Nötigkeit, dass man hier jetzt nochmal wieder Formalfu ohne Ende betreibt. Und außerdem arbeitet der Landesvorstand an einer sich selbst gegebenen Geschäftsordnung im Rahmen der Satzung und das ist nicht notwendig, das hier zu machen. Ich möchte mich dem anschließen. Der Antrag geht zurück auf eine, vermute ich, auf Beauftragungen, die der letztige Vorstand in der Mitgliederverwaltung ausgesprochen hat. Da ging es darum, um es kurz zu sagen, dass Menschen, die schon länger in der Mitgliederverwaltung mitgearbeitet haben, aber nur beschränkte Befugnisse hatten, dadurch, dass sie eben nicht beauftragt waren, wir sie dann beauftragt haben, damit sie eben CRM-Zugänge bekommen können und zu einer Veranstaltung fahren konnten. Diese
eine Ausschreibung, eine Beauftragung für diese Posten hätte keinen Sinn gemacht, weil diese Menschen teilweise schon über ein Jahr in derselben Position, in der sie weiterarbeiten sollten, gestanden haben. Also wenn man das jetzt völlig neu ausgeschrieben hätte, hätte man ein Zeitproblem gehabt und b, es hätte einfach keinen Sinn getan. Ansonsten schreiben wir ja Beauftragungen öffentlich aus. Magst du noch einen Schlusswort dazu sagen? Oder? Ja, ich wollte noch mal ein bisschen auf die Begründung eingehen, die hier drin steht. Die habe ich nämlich nicht genannt. Damit soll Klüngel verhindert werden und es sollen sich keine Nebenhierarchien bilden, weil wir ja eine Transparenzpartei sind. Ja. Und das soll explizit nicht für politische AGs gelten. Diese können ihren Koordinator weiterhin unter sich wählen. Danke. Ich wollte es gerade sagen, ja. Egal. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag. Ja, wir kommen trotzdem jetzt zur Abstimmung über diesen Antrag. Wer den Satzungsänderungsantrag 09 annehmen möchte, der hebt jetzt bitte seine Karte. Dann machen wir, nenne ich es jetzt Gegenprobe, oder bitte, wer den nicht annehmen möchte, hebe jetzt seine Karte. Die Füße können unten bleiben. Boah, das muss ich ausziehen. Dann ist der Antrag nicht angenommen. Ich bedanke mich. Der Tagesordnungspunkt 10 ist durch und wir schreiten nahtlos über zum, also gehen zurück zu den sonstigen Wahlen und Top 8 und ich übergebe an den Wahlleiter, der jetzt die Kassenprüferwahl durchziehen wird. So, wir haben nicht genug Kandidaten für die Kassenprüfer. Eure Satzung sieht 2 Kassenprüfer und 2 Stellvertretende vor. Das können wir aber heute auch jetzt hier offen machen. Dafür brauchen wir keinen geheimen Wahlgang. Wir haben die 4 Kandidaten, die euch angezeigt werden. Das sind Bernd Dreier, Joachim Jördens, Arne Ludwig und Mirko Pauli. Die bitte ich mal kurz vorne zur Bühne, dass man auch die Nasen sieht, die man da wählt. Oder wählen kann zumindest. Kommt mal bitte nach vorne. Also vielleicht ist auch gerade jemand draußen beim Rauchen. Nochmal eben reinholen. Auf jeden Fall alle 4 Kassenprüfer mal eben bitte nach vorne hier auf die Bühne. Gibt noch eine 5. Kandidatur. Wer? Du. Ah, sehr gut. Name? Kommst auf den Beamer. Der Rüdiger Fallsticker, richtig. Der Kandidat auch noch. Auch noch. Dann kommt doch bitte mal hier vorne vor das Pult, weil dann sieht man euch nicht da hinten in der Ecke. Rüdiger. Hier vorne vor mich. Auf die Bühne müssen wir jetzt nicht, weil es werden dann relativ viele. Kommt einfach mal hier vorne hin, dass alle euch mal sehen, die euch vielleicht noch nicht kennen. Da fehlen jetzt aber noch 3. Wo sind die alle? Das ist jetzt Rüdiger. Wer bist du in der Mitte? Du bist wer? So. Das ist der Mirko. Fehlt noch der Bernd und der Joachim und der Arne. Sehe ich das richtig? Der Arne Ludwig ist nicht da. Der sollte vorgestellt werden, stellvertretend. Also stellt euch vor, das ist der Arne. Also die Vorstellung sollte durch... Genau, der Arne, durch das Arne-Proxy erfolgen. Sascha steht jetzt auch noch auf der Liste. Dann haben wir ja 6 Stück sogar. Wow, wir haben eine Wahl. Ich würde, da wir gerade noch warten... würde ich folgendes Prozedere vorschlagen, eine ganz, ganz kurze Kurzvorstellung, warum, ja, bitte. Geo-Antrag. Geheime Abstimmung, bitte. Dem muss ich stattgeben, dann machen wir jetzt eine geheime Abstimmung vorbereitend und machen wir mal. Da wurde der Geo-Antrag auf geheime Abstimmung gestellt. Und in dem Moment, wo eine Person den stellt, bin ich dazu verleitet, dem aus dem Minderheitenschutz stattzugeben. Ist so.
Ich mach, aber wir haben genug Zeit, macht keine Panik, wir haben noch genug Papier drüben. Ich mache eben die 6 Namen auf den Zettel und dann machen wir das wieder mit dem Kreuzen. Trotz alledem würde ich ganz gerne so eine kleine Vorstellung von den Kandidaten machen. Genau, die Vorstellung wollen. Machen wir jetzt. Dann kommt einfach mal nach oben. Nützt ja nichts. Oder könnt euch auch die vorne an dem Mikro vorstellen, das ist mir völlig wurscht. Die Reihenfolge habt ihr ja unten schon auf dem Beamer-Bild und ich brauche auf jeden Fall meine Wahlhelfer gleich, ganz wichtig. Gut, ihr vier, ich würde einfach vorschlagen, hört ihr mir kurz zu, ihr Kassenprüfer in Spee? Hallo. Eine kurze Vorstellung von euch. Kommt aber auf die Bühne, redet ganz kurz über euch. Einer nach dem anderen. Das kriegt ihr auch selbsttätig hin, glaube ich. Kein Problem. Dass ihr euch ein Bild davon machen könnt, wer das ist. Also ich bin jetzt ja ganz unten, Nummer 6. Suchst doch einfach deinen Namen ins Mikro. Ja, Sascha Potrikus und ich bewerbe mich hier als Kassenprüfer sozusagen. Also ich kann mit Buchhaltung, habe das auch gelernt und daher, ich habe auch schon mal Kassenprüfung gemacht, allerdings im Verein, ist auch schon etwas her. Also ich, ist nicht ganz neu für mich alles. Ja, wenn keiner was wissen will, dann war's das. Der Nächste. Völlig egal, Hauptsache es kommt jemand. Ich dachte schon, wir nehmen dann die Reihenfolge von hinten, damit Bernd ein bisschen mehr Zeit hat. Ist also ein bisschen durcheinander. Nummer 2, Joachim Jürdens. Etwas älter, habe in meinem Leben schon so einiges gemacht, unter anderem Unternehmen geführt und habe in den kleineren Bereichen, wie zum Beispiel einer Künstleragentur, alles selbst gebucht. Ich weiß, dass das nicht Aufgabe des Kassenprüfers ist, sondern eines Schatzmeisters. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass ich nicht nur die Kasse eine Partei, sondern auch eine etwas umfangreichere Kasse prüfen kann und stelle mich daher hier zur Wahl. Der Nächste. Das Nächste. Guten Tag, ich bin die Nummer 3, Arne Ludwig. Nein, das bin ich natürlich nicht. Aber Arne hat mich gebeten, ihn vorzustellen. Arne hat in den letzten 2 Jahren die Kassenprüfung mit durchgeführt und begleitet. Er war nur dieses Jahr verhindert, sonst er war ja auch schon in diesem Jahr noch Kassenprüfer. Deswegen haben Jan und ich alleine geprüft. Und er würde die begonnene Arbeit gerne fortsetzen, gerade nach dem, was im letzten Kassenbericht gewesen ist. Das sollte ich euch zum Besten geben. Ja, nochmal guten Morgen, ich bin Mirko Pauli, ich bin auch der, der steht, Nummer 4. Ich arbeite beim Steuerberater seit vielen, vielen Jahren, also kann Buchführung, Steuererklärung, Bilanzen. Würde das dann auch noch einmal mehr machen, nämlich bei der Kassenprüfung unseres Landesverbandes und stehe zur Verfügung, sofern ihr das möchtet. Dankeschön. Rüdiger Pfeilstecker, ich bin von Duzzi über ihren Proxy gebeten worden zu kandidieren, weil halt angeblich Kandidaten fehlen. Ich habe vor ewigen Zeiten mal Rechnungswesen an der Uni gemacht, so als Nebenfach, also Mathe plus BWL plus Rechnungswesen. Habe 2-mal im RV Hannover geprüft als Kassenprüfer. Ja, okay. Nur einen vergessen oder einer kommt noch? Okay, ach ja. Hallo, mein Name ist Bernd Dreier. Ich habe Erfahrung durch meine Vorbildung, habe selber mal einen Betrieb gehabt. Ich habe auch schon verschiedene Verbände kontrolliert und begutachtet. Und ich sehe, dass diese Aufgabe in dem Sinne, wie Mike und Jan das vorgestellt haben, auch als Hilfestellung ging für den amtierenden Schatzmeister. Danke. Gut, gibt es aus dem Saal Fragen an den einen oder anderen Kassenprüfer?
Ich sehe das nicht der Fall. Dann würde ich gerne wieder zu unserem Wahlleiter übergeben. Wie war das auf dem Bullshit-Bingo? Wo bleibt der Wahlleiter? Ja? Also ich soll durchsagen, dass hier oben noch Bullshit-Bingo-Karten zu haben sind. Gut, der Wahlleiter braucht noch 3 bis 5 Minuten. Ich unterbreche für 5 Minuten die Versammlung. So, läuft doch. Ich glaube, die Kandidaturen sind alle fertig. Ich kann gleich den Wahlgang eröffnen, sobald hinten der Drucker durchgelaufen ist. Spontane Geheimkandidatur kriegen wir auch noch hin. Ich kann ja schon mal zu den Wahlmodalitäten kommen. So, ich stelle euch jetzt die Wahlmodalitäten vor. Das wäre jetzt wichtig zuzuhören, auch hier vorne in der ersten Reihe.
und da hinten in dem Grüppchen. Pi ist genau 3. Funktioniert leider nur auf Mathematikertagungen. Okay, ich kriege die Grüppchen nicht aufgelöst, egal. Dann erkläre ich die Wahlmodalitäten für die Leute, die zuhören. Alle anderen fragen gleich wieder doof nach. Wir wählen jetzt 4 Leute, und zwar 2 Kassenprüfer und 2 stellvertretende Kassenprüfer, weil eure Satzung genau das so vorschreibt. In einfacher Mehrheitswahl, das heißt, wir haben kein Quorum und einfach die Leute mit den meisten Stimmen werden halt nach oben gespült und die anderen nach unten. Ich würde vorschlagen, damit wir das in einem Wahlgang durchbekommen, ist, die ersten beiden Plätze sind die Kassenprüfer und Platz 3 und 4 sind die stellvertretenden Kassenprüfer. Soweit logisch hoffentlich. Kein Quorum, von daher haben wir nicht die Gefahr einer neuen Wiederwahl etc. pp. Einfach gleich schön Kreuze machen, dort wo ihr die Leute haben wollt. Zustimmungswahl nach wie vor. So viele Kreuze wie Kandidaten da sind, sind möglich. Hier sind die leeren Urnen. Und dann sind wir gleich fertig und dann haben wir sogar noch genug Papier über, falls ihr noch irgendwas anderes geheim abstimmen wollt. Soll ja hier nicht am Papier scheitern. So, die Uhren sind verschlossen und gehen im... Habt ihr ein Vier-Augen-Prinzip hier vorne stehen? Ja, habt ihr. Sehr gut. Die gehen nach hinten, die Zettel sind gleich auch fertig und dann macht ihr nochmal eure Kreuze für die Kassenprüfung. Ja, die habe ich zur Not nachrequiriert. Ja, Entschuldigung, ich musste 2 Bufo-Mitglieder als Wahlhelfer nachrequirieren. Ich hoffe, das ist okay. 3 Bufos musste ich nachrequirieren. Uiuiui. Weil hier sind ein paar weniger Wahlhelfer wie gestern, wie man sicherlich merkt. Deswegen habe ich mal eben den Bufo zwangsverknackt. Darf man auch nicht jeden Tag machen. Ist immer ein schöner Moment als Wahlleiter, wenn man sagt, du bist Bufo, du arbeitest jetzt ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise. So, jetzt warte ich auf das Okay von drüben. Ich sehe gerade, dass die Wahlzettel nach hinten gewandert sind. Also Wahlmodalitäten sind soweit hoffentlich klar. Wenn jetzt noch Fragen bestehen, bitte fragen. Einfache Mehrheit, kein Quorum. Platz 1 und 2 wird Kassenprüfer. Platz 3 und 4 wird stellvertretender Kassenprüfer. Platz 5 und 6 gehen leer aus und werden keine Kassenprüfer. Somit haben wir der Satzung Genüge getan. Und das von mir vorgeschlagene Wahlverfahren trifft auch nicht auf Widerspruch, wie ich gerade mitbekomme, oder? Widerspruch fürs Wahlverfahren? Nein, dann wollen wir so verkehren. Jojo, kommt da gerade hinten der Michael Ebner rein? Das gibt's ja nicht, ey. Der Parteitag ist rum und der Ebner kommt. Du bist für den Abbau hier, richtig? Du bist für den Abbau hier, du baust gleich alleine ab, ne? Sonderapplaus für den Bufo, der alleine abbaut, haha. Die Tische müssen da hinten hin, die Stühle. Ich habe ein Go aus dem Wahlbereich. Ich eröffne hiermit den Wahlgang für die Kassenprüfung. Macht eure Kreuze zügig, dann sind wir hier schnell fertig mit dem Auszählen. Aufstehen, nach hinten gehen, keine Angst, die Schlange ist nicht lang, der Saal ist relativ leer. Rufst du zwischendurch auf, mal hinten reinzugehen, dann kann ich ja wieder. Es sitzen immer noch einige, der Wahlleiter befahl gerade eine Wahl. Was ist mit euch?
vorne schick. Entspannt. Ja, ne? Hallo? Ein allerletzter Aufruf für den Wahlgang zur Kassenprüfung. Jetzt aufstehen, wählen gehen, sonst ist es zu spät. Auch die Technik jetzt. Hopp, hopp. So, jetzt erfolgt wirklich der allerletzte Aufruf. Wer jetzt nicht rennt, der kriegt... Ah ja, da rennen sie. Vor allen Dingen rennt sie erstmal hoch, um ihre Stimmkarte zu holen und rennt dann wieder runter. Lauf, Coco, lauf! Gibt es das Signal aus dem Wahlbereich, dass ich dicht machen kann? Ja, nein? Wie sieht es da hinten aus? Könnte ich, aber da geht jetzt gerade eh keiner ans Telefon. Gib mal Telefon, ich probiere es trotzdem.
Kann ich zumachen? Ja, den kannst du ja reinlassen. Ich kann ja trotzdem in der Halle schon mal dicht machen. Ich habe von hinten das okay. Ich mache hiermit den Wahlgang zu. Wir zählen aus. Bis gleich. Viel Spaß weiterhin mit der VL. Ja, wir machen dann weiter beim Top, damals vorhin zurückgezogenen Top 9. Das wäre die programmatische Weichenstellung. Das ist das, was wir davor gemacht haben. Das würden wir jetzt weitermachen. Und da hatten wir eine Rednerliste, die ich jetzt einfach mal wieder eröffnen würde. Oder den Thomas Gansko noch mal bitten, noch mal kurz vorzustellen, worum es ihm denn ging. Und dann würden wir mit der Diskussion weitermachen. Da augenscheinlich keiner reagiert, bin ich jetzt einfach und sage 5 Minuten Pause. Thank you.
Welcome Slides. Was für Vertrauenspiraten? Es gibt Vertrauenspiraten. Wo? Welcher Satzungsparagraf? Ja, aber bei AVs. Nein, Vertrauenspiraten, das sind die, die wir so Vertrauensanwenden können, also quasi so. Wählen wir die auch noch geheim? Nein, wir haben die letzte Mal immer bestimmt. Wo haben wir die denn in der Satzung? Gleich nochmal, ich habe die da nicht gefunden. Haben wir die jetzt nicht HB muss Ergebnis. Wenn ihr einen kleinen Moment zur Ruhe kommen würdet, könnte der Wahlleiter, nein, er wird. Der Wahlleiter würde ich jetzt das Ergebnis bekannt geben, der Wahl der Kassenprüfer. So, das Ergebnis ist da. 46 abgegebene Stimmen, keine ungültigen, sind 46 gültige Stimmen. Davon entfallen 13 auf Joachim Jördens, das sind 28,26% des nicht vorhandenen Quorums, Entschuldigung, Quatsch. Sascha Potrikus, 17 Stimmen und gewählt ist als stellvertretender Kassenprüfer Bernd Dreier mit 22 Stimmen. Als stellvertretender Kassenprüfer ebenfalls gewählt ist Arne Ludwig mit 25 Stimmen und als Kassenprüfer sind gewählt Rüdiger Pfeilsticker mit 30 Stimmen und Mirko Pauli mit 34 Stimmen. Ergebnis kommt gleich auf den Beamer. Auch wenn es kein Parteienamt ist, hätte ich trotzdem gerne alle vier einmal auf der Bühne für die Annahme der Wahl. Dann haben wir das alles korrekt abgehandelt und dann kann das auch so ins Protokoll. Da sind drei, da fehlt noch wer. Wo ist Nummer 4? Wer fehlt denn da noch von den... Ach ja, der ist ja nicht da, der kann die Wahl nicht annehmen. Haha, ja, aber er hat mir im Vorfeld schon gesagt, dass wenn er gewählt werden würde, er die Wahl annimmt. Das hat er mir gegenüber bei der Kandidatur schon erklärt. Habt ihr ja recht, das ist ja der Arne, der ist gar nicht da gewesen. Dann kommt ihr dreimal eben hoch, sagt ihr, nehmt die Wahl an. Und dann können wir schnell weitermachen mit dem nächsten Tagesordnungspunkt. Nehmt ihr die Wahl an? Ich nehme die Wahl an und danke für euer Vertrauen. Ich schließe mich den Worten meines Vorredners an. Dito, vielen Dank. Danke, bis gleich. So, als nächstes auf dem Tagesordnungspunkt stehen die Vertrauenspiraten. Der Wahlleiter kümmert sich jetzt darum. Während er dies tut, möchte ich den Michael Ebner auf die Bühne bitten. Den Michael Ebner? Michael? Michael Ebner? Du hast einen Redeslot, jetzt. Ja, hallo Niedersachsen. Ja, ich bin jetzt inzwischen gar kein Zoo-Berliner mehr, sondern quer durch die Republik und bin auch viel bei den Hamburgern, um die zu unterstützen für ihre Bürgerschaftswahl. Und das ist gleich das Thema, über das ich reden möchte. Ihr habt gestern da Besuch auch aus Hamburg gehabt, die versucht haben, Spenden einzuwerben. Darum möchte ich euch auch noch mal bitten. Ich möchte euch aber auch um tatkräftige Unterstützung bitten. Und zwar jetzt auch ganz konkret schon am nächsten Wochenende. Wer hat am nächsten Wochenende noch nichts vor? Ja, das machen wir jetzt nicht mit Handzeichen oder so, aber überlegt doch mal, ob ihr am nächsten Wochenende vielleicht einen oder anderen Tag oder vielleicht auch nur ein paar Stunden entbehren könnt. Weil nächstes Wochenende müssen wir ein paar Plakate auf Pappen ziehen. A0 Veranstaltungsplakate, das war freundlicherweise von den Bayern gespendet, sind inzwischen in Beutzenburg, das ist so Richtung Mecklenburg-Vorpommern, und da brauchen wir viele helfende Hände, weil ein paar hundert Tafeln jetzt plakatiert werden müssen. Ich twitter nachher auch noch mal eine Seite, wo man sich da als Helfer eintragen kann. Da kann man auch sofort Gemeinschaften bilden. Und möchte euch bitten, weil ich selber kann auch nicht, ich bin in Kassel auf der Marina, aber da brauchen wir helfende Hände und es ist von Niedersachsen aus nicht ganz so weit zu fahren. Von daher möchte ich speziell euch bitten. Das war es im Großen und Ganzen schon. Dankeschön. Danke, Michael.
fetzige Rede. So, ich wäre dann soweit. Wir haben. So, als nächstes auf der Tagesordnung steht die Wahl der Vertrauenspiraten. Wir haben jetzt in der Satzung und in der GO nichts deswegen gefunden. Ich würde euch bitten, wer Vertrauenspirat werden möchte, möge doch bitte mal hier nach vorne kommen. Haben wir die erste Kandidatin? Nein. Kriegt man die telefonisch erreicht? Die müssen aber schon sagen, dass sie es machen wollen bei uns. Deswegen, Telefon wird reichen. Wenn die an die Strecke kriegst, reicht vollkommen. Der Kandidatur muss erklärt werden. Richtig. Ja, denke ich auch. Von daher, ihr könnt von mir aus Dartpfeiler auf Bilder werfen. Das hat keine Lösung schon gesagt. So, meine Lieben, da ihr in der Satzung oder nichts irgendwo verstehen mit den Vertrauenspiraten, gehen wir jetzt folgendermaßen vor. Ihr seht an der Wand drei Namen. Davon, soweit ich das jetzt mitbekomme, sind zwei bereits Vertrauenspiraten. Und oder alle drei sogar. Das heißt, wir werden jetzt einfach so vorgehen, dass ich euch frage, ob wir diese drei als Vertrauenspiraten bestätigen. Wer dafür ist, dass diese drei den Job des Vertrauenspiraten weiterhin ausüben sollen, möge bitte jetzt seine die Karte heben. Ich werde es nicht mehr lernen, dass ihr keine zwei habt. Gut, Gegenprobe. Wer dagegen ist, dass diese Leute weiterhin Vertrauenspiraten sind, hebe jetzt die Karte. Wow. Damit hat sich das geklärt. 30 Sekunden. Ihr habt drei Vertrauenspiraten weiterhin zur Verfügung. So, jetzt kommen wir wieder zu einem Punkt, den wir vorhin schon mal auf der Tagesordnung hatten. Ich will nur Tagesordnung gucken, lass mich nicht irritieren. Und zwar der Programmantrag 14. Da ist jetzt gerade konstituierende LAV-Vorsitzung. Der war wahrscheinlich vom Thomas, oder? Ja. Super. Da wir jetzt keine Pause machen wollen,
Der Antragsteller ist da. Also wir hatten ja vorhin schon das Vergnügen, den Antrag vorgestellt bekommen zu haben. Von daher kommst du jetzt einfach hoch, weil du stehst ja auch auf dieser Liste. Und stellst dich den Fragen deiner Parteikollegen, ja? Das ist ein ziemlich grundsätzliches Ding. Ich würde deswegen leider, weil das gerade sehr beschaulich aussieht hier drin, nochmal um 5 Minuten Pause bitten und die Leute bitten, dafür hier reinzukommen und sich vielleicht das Ding noch durchzulesen in den 5 Minuten. Soweit ich das mitbekomme, sind draußen nicht besonders viele. Die anderen sind alle oben in der konstituierenden LAFO-Sitzung. Also wird es... Wie lange dauert die? Hat gerade erst angefangen. Wird es nicht viel werden. Ich denke mal, wir setzen da ein, wo wir vorhin aufgehört haben, und zwar, ich glaube, Meinhard stand als Erster am Mikro. Er hat schon geredet, ich weiß. Okay. Also der Jan wird jetzt den Antrag vertreten, den vorhin der Thomas war das, glaube ich, ne? Genau. Den der vorhin vorgetragen hat, und wir fahren jetzt fort mit der Rednerliste beim Meinhard. Ja, also ich würde gerne eine Bemerkung machen, dass also eine LAFO-Sitzung stattfindet, wenn ein wichtiger Programmantrag dran ist, finde ich eigentlich eine ziemliche Missachtung der inhaltlichen Arbeit, ausgerechnet von einem neu gewählten Vorstand, der erklärt hat, dass ihm die inhaltliche politische Arbeit wichtig ist. So, jetzt habe ich gebasht, jetzt können wir wieder... Du kannst gerne einen GO-Antrag stellen auf Änderung der Tagesordnung. Nein, mache ich nicht. Also ich finde, wir können zumindest anfangen, darüber zu diskutieren. Ich habe vorhin schon betont, dass ich es grundsätzlich richtig finde, dass wir mit diesen Sachen weiterarbeiten und ich mir eigentlich eine andere Form mehr wünschen würde. Und ich würde mir wünschen, dass wir jetzt eine Viertelstunde Zeit nehmen und darüber reden, wie das dann nicht so formal, sondern wie das inhaltlich ablaufen kann. Und würde dich auch vielleicht nochmal bitten, den jetzt hier Anwesenden nochmal zu sagen, wie ihr euch das inhaltlich vorgestellt habt, dass die Weiterentwicklung passieren kann. Weil da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Ich darf ganz kurz einhaken, ich finde die Idee ganz gut, weil wir jetzt ein bisschen aus dem Thema sind. Wenn der Jan ganz kurz auf Meinhards Einwand eingeht und den Antrag noch einmal ganz kurz beleuchtet. Ja, also es geht darum, das vorhandene Programm einer neuen Struktur zuzuführen, zu evaluieren, was eventuell obsolet geworden ist, was verändert werden muss. Und die AG-Programm, die das hier oder dazu heute hier beauftragt werden soll, sucht dann noch Mitarbeiter, also jeder, der mitarbeiten kann und möchte, darf das dann gerne tun. Und Ziel ist es, zum nächsten LMV, also 15.1, eine Struktur vorzulegen, welche Teile wie verändert werden, eventuell gestrichen werden, was neu reinkommt, was umformuliert wird, sodass wir quasi dann zur LMV 15.2 ein aktualisiertes Programm abstimmen können. Das war so in groben Zügen das, was in dieser Textwüste drin steht. Gut, dann gehen wir wieder ins Zahlenmikro. So, wie viele vielleicht im Vorfeld nicht erwartet haben, ich bin für diesen Antrag mit einer kleinen Änderung. Also wie viele vielleicht wissen, habe ich zur Landtagswahl mit einer Gruppe tollen Leuten innerhalb von einer Woche jeden Tag gefühlt 20 Stunden aus einem Grundsatzprogramm, Wahlprogramm, Antragschaos ein irgendwie leserliches Wahlprogramm geschrieben, und so eine Scheißarbeit gönne ich nicht meinem ärgsten Feind und möchte das deshalb auf gar keinen Fall wieder haben. Deshalb wünsche ich mir als Ergänzung dazu, dass vorher ganz klar definiert wird, und zwar auch in schriftlicher Form, das ist Grundsatzprogramm, das sind also die Visionen, die Meinhard sich heute früh gewünscht hat, die wir auch erarbeiten müssen, das kommt in ein Grundsatzprogramm, das ist normales Wahlprogramm, das ist innerhalb von einer Legislaturperiode zu erarbeiten, das kommt da rein. Wir haben es früher so oft erlebt, dass Leute gesagt haben, scheiße, ich schaffe die Zweidrittelmehrheit nicht, dann mache ich einfach aus meinem eigentlichen Grundsatzantrag mal, und dadurch hatten wir Chaos. Das heißt, für mich ist der erste Arbeitsschritt, ganz klar zu definieren, was ist Grundsatzprogramm, was ist Wahlprogramm, das schriftlich festzuhalten und
dann erstmal darauf basierend das Wahlprogramm durchzusuchen, weil wir haben damals, als wir es geschrieben haben, wirklich alles durcheinander gemischt. In unserem Wahlprogramm ist nicht nur unsere Parteiprogramm, also Wahlprogrammsachen drin, da sind auch unsere Grundsatzprogrammsachen drin. Wir müssen das ordentlich auseinanderziehen und wenn das vorwegkommt und wir uns alles ganz genau angucken, dann können wir jetzt die Zeit nutzen, endlich eine vernünftige Basis zu machen. Und ich streiche mein AD und arbeite mit. Das ist schön. Also ich gehe mal stark von aus, dass die anderen das genauso sehen wie ich, dass das mit Struktur gemeint ist, zu gucken, welcher Antrag gehört wohin. Ja, du darfst das gerne schriftlich vordefinieren, wenn mitarbeiten, da du ja das AD jetzt zurückgenommen hast. Gerne. Jan, ich möchte ungern unterbrechen, aber da gibt es noch ein paar Leute, die an der Redeschlange stehen. Du bekommst gleich nochmal die Gelegenheit, etwas dazu zu sagen. Klar. Hallo. Ja, also ich bin damals in die Piratenpartei eingetreten, weil sie sich für einen anderen Politikstil eingesetzt hat. Dieser Politikstil sah so aus, dass wir gesagt haben, okay, wir sind aus der Gesellschaft des Internets, der ja, internetaffinen Leute erwachsen. Und ja, versuchen genau diese Gesellschaftsform, die eben neu ist, die es eben vorher noch nicht gab, was, also es gibt halt die komplette Änderung der Gesellschaft, versuchen das irgendwie in die Politik zu bringen. Und das sah eben damals so aus, dass wir gesagt haben, okay, wir haben kein Programm, aber wir haben wir sind der Meinung, dass im Idealfall über relevante Sachen jeder Bürger die Möglichkeit haben sollte, abzustimmen. Und damals auch noch so ein bisschen in der Meinung, okay, wir haben kein Programm, nicht weil wir darüber noch nicht diskutiert oder beschlossen haben, sondern wir haben kein Programm, weil wir es nicht haben möchten, weil wir der Meinung sind, die Bürger möchten das haben. Die AG Programm hat damals zur Landtagswahl super Arbeit gemacht, da ist ein schönes Programm rausgekommen, aber das ist eben genau das Problem. Es ist ein schönes Programm rausgekommen, es ist genauso lang wie das der anderen Parteien, es ist genauso kompliziert wie das der anderen Parteien und es ist genauso ein Programm wie das der anderen Parteien. Es ist, wie ich glaube, Meinert vorhin schon gesagt hat, ein Mischmasch aus Grün, Links, CDU, SPD und was man da noch so alles finden kann. Und ich bin eher der Meinung, dass wir das deutlich reduzieren sollten. Wir müssen nicht in unser Wahlprogramm zu jedem kleinen Pieps was reinschreiben, sondern wir sagen, okay, wir haben uns dazu entschieden, es anders zu machen und nicht wie die anderen Parteien, weil so werden wir genau wie die anderen Parteien und wir wollen eigentlich nicht werden wie die anderen Parteien. Darf ich? Einen kurzen Augenblick. Sandra noch? Direkt darauf eingehend. Es heißt ja nicht, wenn ich den Antrag richtig verstanden habe, dass alles wortwörtlich drinbleiben muss. Man kann ja auch allgemeine Formulierungen für verschiedene Bereiche, die im Prinzip das Gleiche sagen, finden und ins Grundsatzprogramm schreiben und so weiter und so fort. Genau darum geht es ja. Wir gucken uns den ganzen Wust an, der durch die unendlich vielen Kleinanträge zur letzten Landtagswahl entstanden sind. Wir waren in Zeitnot und versuchen daraus, ohne inhaltlich was zu ändern, ein vernünftiges Programm oder zwei mit Grundsatzprogrammen zu erstellen, worauf wir weiterarbeiten können. Es geht ja darum, das zusammenzumachen. Das heißt nicht, es muss jeder Pups, der drin steht, drin bleiben. Du hast zwischen... Okay, genau das, was Sandra sagt. Es geht ja erstmal um die Struktur und dann die verschiedenen Vorschläge, wie weitergearbeitet werden soll, was eventuell gestrichen werden soll, was umformuliert werden soll, wird ja dann zur LMV 15.1 vorgestellt und dann hoffentlich in breiter Mehrheit so abgestimmt, sodass alle mitleben können. Eine Strukturänderung am Programm führt dieser Antrag nicht aus, der räumt auf. Der beschneidet irgendwas, was halt ausgewuchert ist, was sich über Jahre angesammelt hat. Wir haben ein Konvolut von einem Programm, fast einen gordischen Knoten und das versucht er aufzuräumen. Der schafft keine Struktur, der sagt nicht, hier sind die Schwerpunkte unseres Programms, das ist, worüber wir uns vorrangig kümmern, der Rest ist nachrangig oder folgt aus dem, was wir an Grundsätzen haben. Mehr macht er nicht. Abgesehen davon sind die Kriterien, wie Sachen rausfliegen dürfen, also persönlich halte ich die für entweder schwammig oder undurchdacht oder gut gemeint. Da steht zum Beispiel drin, Gesetzesvorhaben, die auf dem Weg sind oder wo erkennbar ist, dass die möglicherweise kommen oder dass, weil die EU-Kommission eine Vorgabe gemacht hat, die erfüllt werden muss.
Das ist leider, hat mit der politischen Realität nichts zu tun. Zum Beispiel, wer erinnert sich an 108e? Sagt jemandem das noch was? Irgendwer? Meldet euch mal. Ist die Beteiligung nicht so hoch? 108e, das war das Korruptionsabkommen, Korruptionsbekämpfung. Und das hat unsere Bundesregierung seit Jahren angammeln lassen. Das hat Gammel von Jahren dran. Aber es war ja absehbar, dass das umgesetzt werden muss, weil ist ja eine EU-Vorgabe. Da war der Regierung das auch egal, dass wir dafür auch Strafe zahlen mussten, wie bei der Vorratsdatenspeicherung. Ich halte die Kriterien nicht für sinnvoll an der Stelle. Der zweite Teil ist, dieser Antrag ist von der, wie er entstanden ist, eine Reaktion auf, was beim letzten Parteitag in Hessen passiert ist. Nämlich, Hessen hat beschlossen, ziemlich einstimmig, ja? Ach so, okay. Das war nur die Rednerliste hinten. Hessen hat beschlossen, dass sie zu einem Stichtag ihr komplettes Programm löschen und bis dahin dann ein neues mit neuer Struktur haben wollen. Was auch bedeutet, dass sie Sachen, die halt schon vorher toll waren, da auch wieder reinnehmen. Das heißt, da passiert dann das Ähnliche wie hier, nur aus der anderen Richtung. Und sie haben das gemacht, um sich selbst in den Arsch zu treten, dass sie daran politisch arbeiten, weil wenn sie das nicht tun, dann haben sie kein Landesprogramm, dann haben sie aber immer noch Bundes- und Kommunalprogramme. Aber sie haben dann halt erstmal kein Landesprogramm. Und persönlich würde ich sagen, wenn wir Angst haben davor, diesen Vorgang zu machen, weil wir haben diese Form von Antrag nicht eingereicht, A, weil das sehr kurzfristig war, das war ein Monat jetzt, und weil unbedingt dieser gemacht werden wollte. Und ich würde lieber vorschlagen, lass uns erstmal gucken, wie die Hessen damit fahren, ob die da was Gutes zusammenbauen. Und wir reden darüber beim nächsten Parteitag nochmal und freuen uns vielleicht mit den verschiedenen Ideen und Ansätzen, die man da machen kann, an. Dieser Antrag wird ja von einer Menge Menschen vorgeschlagen, die gestern ja teilweise unser explizites Vertrauen bekommen haben, dass sie in den Vorstand gewählt wurden durch uns. Insofern hat dieser Antrag einerseits für mich durchaus einen Bonus, wenn ich mir den angucke. Die können ja nicht so ganz blöd sein, die Leute. Andersrum mache ich mir natürlich schon Gedanken. Was wollen wir denn eigentlich? Wir wollen als politische Partei politische Forderungen erheben. Und wir wollen die erheben jetzt hier im Blick auf die nächste Landtagswahl in drei Jahren etwa. Und dieser Antrag möchte jetzt aus dem, was wir zur letzten Landtagswahl hatten, Grundlagen für etwas Neues stricken in einer sehr umfangreich, teilweise schon verklausulierten Form einen Mechanismus vorgeben, wie das passieren soll. Und da sage ich, das ist für mich der falsche Weg. Wir müssen stattdessen gucken, dass wir als Partei es hinkriegen, auf diese Wahl guckend ein Programm zu erarbeiten, aber das nicht von vornherein auf das, was wir das letzte Mal gemacht haben, aufsetzend, sondern bei Null startend gucken, was brauchen wir, wie müssen wir unsere Bedingungen, unsere Anforderungen bei der nächsten Wahl vertreten. Und das macht letztendlich nicht die AG Programm oder eine Kommission oder wer auch immer, sondern das machen wir, die wir zum geeigneten Zeitpunkt dann ein Wahlprogramm beschließen. Und von diesem Wahlprogramm wünsche ich mir, dass es sozusagen aus einem Guss ist und dass es quasi in einem Gesamtprozess entstanden ist. Und ich sehe nicht, wie das mit dem hier vorgeschlagenen Weg funktionieren soll. Deswegen bin ich gegen diesen Antrag. Ich möchte meinen beiden Vorrednern da auch nochmal zustimmen. Ich sehe das sehr ähnlich und möchte darauf hinweisen, dass die AG-Programm zurzeit aus circa 3 Mitgliedern besteht, die total viel Arbeit investieren würden, diese ganze Umstrukturierung zu schaffen. Und dann haben wir irgendwas, was wir vielleicht dann gar nicht mehr wollen. Ich möchte einfach nicht, dass da ganz viel Energie einfach auf und auch Menschen verbrannt werden, wie wir das ja leider kennen, und würde deshalb darum bitten, sich das genau zu überlegen und hier dieses Diskussionsforum einfach zu nutzen. Danke. Äh,
Ich möchte noch mal ganz explizit auf Flussland eingehen und darum bitten, dass wir nicht warten, welche Erfahrungen die Hessen gemacht haben und dann anfangen zu überlegen, was können wir machen. Ja, es sind jetzt noch, rechne, 3 Jahre, glaube ich. Diese 3 Jahre gehen so verdammt scheiße schnell um, weil dann kommt eine AV, dann kommt ein Wahlkampf vorbereitet und dann hocken wir wieder da, wie beim letzten Mal. Oh mein Gott, wir müssen ja innerhalb von 2 Monaten ein Wahlprogramm haben. Oh mein Gott, nächste Woche ist Druckabschluss. Wie kriegen wir das jetzt hin? Und das will ich auf gar keinen Fall wieder. Womit ich leben kann, auch wenn ich jetzt vielleicht so, ne, ist der gleiche Antrag, der in Hessen gestellt wurde. Das heißt, unser Wahlprogramm bleibt bis zur nächsten LMV bestehen und wird dann gelöscht und wir setzen uns zusammen und erarbeiten einen Alternativvorschlag, das ist dann halt das, was wir vorhaben und machen das aber auf gar keinen Fall. Auch wir gucken mal, wann die Hessen sich das nächste Mal zusammensetzen, ob da was draus geworden ist. Wenn nicht, diskutieren wir mal 3 LMVs was Neues. Dann sind wir bei der übernächsten Wahl. Also bitte heute irgendeine Entscheidung und kein ja, wir müssen eigentlich was ändern, aber wir wissen nicht genau wie, also lassen wir es nochmal hinausgehen. Fragt alle, die damals mitgearbeitet haben an diesem Landtagswahlprogrammschreiber. Keiner von denen will es sich nochmal antun, weil das war die Qual. Und darauf läuft es hinaus, wenn wir nicht jetzt unseren Arsch hochkriegen. Reit weitere Redebeiträge zu dem Thema? Das hier ist nicht der Fall, dann gebe ich dir die Abschlussworte. Okay. Darf ich bei Programm jetzt einen Alternativantrag stellen? In unser nicht vorhandenes Front Office kannst du den einreichen, das ist kein Problem. Ja. Du schreibst einfach was und dann zu unserem Front Office, siehst du ja, nicht? Ja. Ausgezeichnet. Ja, ja, das, natürlich hat das dieser Antrag mit Hessen zu tun. Das ist ja nicht wegzudiskutieren. Es ist dahingehend ein Kompromiss, weil es medial doch sehr zwiegespalten aufgefasst wurde, dass dort jemand oder eine Partei das komplette Programm löscht, auch wenn es zu einem späteren Zeitpunkt ist. Zu Dirk möchte ich sagen, jederzeit kann man hier Anträge schreiben und einreichen und von der Basis abstimmen lassen. Ja, die Fülle an Anträgen heute flasht uns sicherlich wieder mal alle. Ne? Es sind irgendwie 10 Stück, wenn es hochkommt. Und natürlich, Beteiligung sofort. Aber es geht ja nur darum, halt Struktur reinzubringen, zu gucken, eine Bestandsaufnahme zu machen, Vorschläge zu erarbeiten und dann zur LMV 15.1 diese abzustimmen. Und dann können wir ja immer noch gucken, wo es hingeht. Okay, wir haben uns. Du hast was beizutragen? Also, wir haben uns jetzt gerade dazu entschlossen. Es gibt jetzt den Antrag auf einen Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Und zwar das Einfügen eines Programmantrags, eines Alternativantrags zum Programmantrag 14. Bitte. Gut. Zur Einreichung eines sonstigen Antrags 14a, der als Alternative zum jetzt bestehenden Programmantrag 14 gerade eingereicht wird. Ich bitte um 2 Minuten Geduld. Ah, da ist er. Ja,
Also ich weise die Versammlung darauf hin, dass das, was an dem Beamer geworfen ist, in Gedanken, dass Hessen durch Niedersachsen zu ersetzen ist. Und die Sandra möchte den Antrag jetzt in Kürze vorstellen. Also ich sage ganz klar, ich stelle diesen Antrag nur aus einem Grund, weil es für mich ein Super-GAU wäre, wie ich gerade schon dargestellt habe, wenn dass der andere Antrag abgelehnt wird und wir mit nichts dastehen. Wir brauchen eine Grundlage, auf der wir ab heute neu starten. Und aus diesem Grund möchte ich jetzt diesen, ich nenne ihn jetzt mal hessischen Antrag von vor einem Monat, nehmen. Ich möchte gerne eine Formulierungsänderung und da steht drin noch bis zur nächsten LMV, nicht bis dem, zum Datum, weil das ist ja schon in zwei Monaten, das ist dann ein bisschen blöd, dass wir auf jeden Fall uns als Ziel sagen, bis zur nächsten LMV haben wir was. Alle, die es wollen, die es interessiert, Sonstiges, die gesagt haben, jetzt in der Rednerliste gesagt haben, lasst uns das irgendwie anders machen, sich auch hinsetzen und irgendwas anderes machen und das nicht einfach nur hinauszögern und dann auf Grundlagen dieser Vorarbeiten bei der nächsten LMV etwas haben und auch was haben müssen, damit wir neu starten können. Also mein Wunsch ist es halt, dass dieser Antrag, soll ich ihn einmal vorlesen oder könnt ihr ihn lesen, wenn es geändert ist? Jetzt ist geändert, okay. Die Landesmitgliederversammlung möge beschließen, dass die Piratenpartei Niedersachsen ihr aktuelles Programm zur nächsten LMV auslaufen lässt und archiviert. Um beginnend mit dem ersten, also ein komplett neues Programmkonzept mit dem Fokus, und in Passage mit dem Fokus bitte auch noch raus, ein komplett neues Programmkonzept zu entwickeln. Gut, während da noch an den letzten Kleinheiten gefeilt werden, müssen wir noch ein bisschen Orgafu machen. Und zwar möchte ich euch fragen, ob ihr dem Tagesänderungsvorschlag zustimmt, um diesen einen Alternativantrag 14a in die Tagesordnung einzufügen. So, ich würde euch bitten, eure Ja-Stimmen, also eure Karten zu heben für, ob ihr diesen PA 14a in die Tagesordnung einfügen wollt. Ja, Karten heben. Gegenprobe, wer ist dagegen? Gut, danke. Ihr könnt die Karten mit runternehmen, wenn alles gerade etwas wird. Okay, wir werden diesen Antrag behandeln. Ich meine, worum geht's gerade? Bitte? Ist er jetzt mit drin oder nicht? Ja, er ist jetzt mit drin. Du hast jetzt nochmal zwei Minuten Gelegenheit, ihn vorzustellen. Okay, dann mache ich es jetzt nochmal. Eigentlich ist das Ganze nur ein großer Arschtritt an uns alle, dass wir bis zum nächsten Mal auch was machen und nicht die Zeit ins Land hinaus vergehen lassen, bis es wieder zu eng wird und wir nichts Vernünftiges schaffen. Und dass wir uns was ändern müssen und uns eine Struktur und Ähnliches überlegen müssen. Und ich hoffe auch schöne Alternativen bekommen, über die wir dann diskutieren und streiten können, sind wir uns, glaube ich, einig. Und ich hoffe wirklich, dass einer von beiden Anträgen, also dass entweder die AG Programm beauftragt wird, diese Strukturänderung zu planen und vorzuleben, oder wir uns allen sagen, wir machen jetzt was, also eins von beiden gemacht wird, aber bitte macht es auf gar keinen Fall, dass keiner von beiden genommen wird. Meine Meinung. Gut, ich eröffne damit die Rednerliste. Das ist der relevante Punkt an der Stelle, nämlich, dass wir uns selber eine brennende Mistgabel hinter unserem Rücken stehen haben, die uns sagt, macht was, arbeitet daran und bringt das Ding auf Trab. Diese Programmstruktur, das ist das, was uns von Anfang an fehlt.
Und was uns in der Zeit der Mitgliederexplosion verloren gegangen ist, da hatten wir nicht mehr die Zeit dafür. Da haben wir nur noch Verwaltungskram gemacht. Wir hatten kaum noch den Kopf dafür. Und ich habe vorhin gesagt, wenn ihr Angst habt, lasst euch Hessen halt angucken. Das heißt nicht, dass wir das Experiment nicht auch selber machen können. Machen wir es halt gleichzeitig. Es geht nichts verloren. Es geht nichts verloren von dem, was bisher erarbeitet wurde. Das ist alles noch da und wir können das dann wieder damit reinziehen. Weitere Redebeiträge? Da stehen noch zwei am Beamer. Wollt ihr auch sprechen? Oder? Gut, dann tut das. Ich hatte nur eine kleine Rückfrage und zwar heißt sein aktuelles Programm Grundsatzprogramm plus Wahlprogramm oder nur eines von beiden? Leider haben wir in Niedersachsen aktuell kein getrenntes Grundsatz- und Wahlprogramm, weil wir beim Schreiben unseres Wahlprogramms die Inhalte aus beiden zusammenformuliert haben, da es nicht klar erkenntlich war, was wo reingehört. Eines unserer ganz großen Probleme. Danke. Also haben wir jetzt nur die Möglichkeit, als Alternative gar nichts zu machen? Wir lassen alles auslaufen, archivieren, fein und haben gar nichts. Wo war denn vorhin die Option mit, wir entwickeln ein neues Konzept? Weil das ist ja schon das, was wir wollen. Du möchtest den Satz, um ein neues Konzept zu entwickeln? Ja, ja. Also es soll ja nicht so aussehen, wir streichen und drehen Däumchen, sondern und schon. Das ist für mich impliziert, wenn du es wortwörtlich drin haben möchtest, können wir es gerne noch mit reinschreiben. Natürlich geht es nicht darum, wir streichen und lösen uns dann auf und haben keinen Inhalt mehr, sondern es geht darum, wir geben uns selbst eine Frist und haben dann was Neues bis dahin erarbeitet, wo wir damit neu starten. Steht da jetzt aber nicht. Da fehlt dieser Satz, den ihr da gestrichen habt. Diktier ihn, Florian. Ich würde bitten, nicht Offensichtliches auszudiskutieren, dass er... Ich bedanke mich auch, dass ihr den Satz wieder reingenommen habt. Und ich wollte das auch nur noch mal klarstellen. Hessen hat alles gelöscht. Tabula rasa. Alles weg, alles neu. Okay, ich bin befangen, aber ich möchte ganz klar gegen diesen Antrag stimmen. Wir schmeißen damit unsere Identität weg. Alles das, was wir in den letzten 5 Jahren gemacht haben, was in hunderten Stunden, tausenden Stunden auf LMVs, auf irgendwelchen Hinterzimmer Gesprächsrunden erarbeitet wurde, was im Liquid Feedback, als es noch halbwegs funktionierte, hatte, mal abgestimmt wurde. Wir schmeißen damit komplett unsere Geschichte weg. Das geht nicht. Lasst es uns überarbeiten, sinnig. Ich weiß, da steht eine Menge Mist drin. Aber es komplett zu löschen, geht gar nicht. Wir sind ja das mit dem Computer affin und so weiter. Wir können ja das mit dem Internet ausdrucken. Im Notfall druckt man sich einfach das aktuelle Programm aus. Wenn wir feststellen, das war eine scheiß Idee, dass wir das alles löschen, dann stellt einfach jemand das Programm, was wir aktuell haben, als gesamten Block beim nächsten Mal zur Wahl und dann nehmen wir es an und dann haben wir alles wie vorher. Wer archiviert, löscht nicht. Was das Ausdrucken, also was wir hier tun, wir archivieren, wir schmeißen es nicht weg. Und wir haben noch ein paar ausgedruckte Landtagswahlprogramme im Archiv, da liegen noch ein paar, keine Angst. Wie wir jetzt das Wort archivieren auslegen, ist ja halbwegs egal. Ich meine, die Presse wird es genauso auffassen wie in Hessen, wir schmeißen das Programm weg, ob wir es jetzt archivieren, abspeichern, abheften oder was weiß ich damit machen. Es ist dann halt einfach formal weg, ob so ein en Detail für uns weg ist oder nicht, ob wir da irgendwo noch gedruckte Formulare irgendwo im Schrank liegen haben, ist obsolet. Nach all den Jahren mit Gates und anderem komischen, missverstandenen Zeug wie Delegierten auf Mitgliederversammlungen und viel größerem Bullshit, habt ihr echt noch Angst vor schlechter Presse? Genau. Wollt ihr jetzt fein nicht zusammen ans Mikro kommen oder sowas? Nee? Okay. Das ist doch mal ein schönes Bild. Oh, jetzt bin ich Pressefotograf. Super. Gibt es denn... Gut, nach dem kurzen erheiternden Moment würde ich jetzt einfach sagen, wenn keine Redebeiträge mehr sind, dann würde ich die beiden Anträge... Ich möchte noch was stimmt, ein Schlusswort.
Ich möchte noch mal ganz deutlich hervorheben, es geht nicht darum, dass alles gestrichen wird. Ich persönlich verstehe den Unterschied zwischen beiden Anträgen eigentlich nur in der Kleinigkeit, dass in einem die AG-Programm sich das alles anguckt, eine Struktur entwickelt, vorschlägt und macht, und im anderen, wie auf Deutsch gesagt, eine kleine, ja, irgendwie so eine Druckkulisse aufbauen und alle dann was zusammen erarbeiten. Es ist in beiden Fällen für mich, so wie ich sie verstehe, die gleiche Arbeit, dass wir uns angucken, was haben wir, wie basteln wir eine Struktur daraus. Es ist in keinem der beiden Fälle ein Neustart. Also wir schmeißen nicht weg, was innerhalb der letzten Jahre erarbeitet würde. Würde ich nie machen und spricht völlig gegen alles, was ich denke, was Piratenarbeit darstellt. Gut. Ich würde jetzt diese beiden Programmanträge gegeneinander abstimmen lassen. Das heißt, wir stimmen jetzt noch nicht über den Antrag selbst ab, sondern wir bestimmen jetzt erst einmal darüber, über welchen der beiden Anträge wir dann abstimmen. So, es stehen zur Wahl der PA 14, den vorhin der Jan dargestellt hat, vorgestellt hat, und jetzt der PA 14a von der Sandra. Wenn ihr euch vorstellen könnt, dass ihr den PA 14 annehmen könnt, dann hebt jetzt bitte die Ja-Stimmen, also die Karten. Ach Mann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Danke. Wenn ihr euch vorstellen könnt, den PA 14a jetzt abstimmen zu wollen, dann hebt jetzt die Karten. Ich muss das Ganze jetzt nochmal wiederholen. Wir stimmen jetzt noch einmal ab, weil es für mich nicht eindeutig war, noch einmal über den PA 14. Seid so gut, bleibt sitzen und genau. Danke. Jetzt nochmal der PA 14a. Gut, das sind jetzt wesentlich weniger. Das heißt, wir stimmen jetzt über den Ursprungsantrag PA 14 ab. Wenn ihr euch vorstellen könnt, also wenn ihr ihn annehmen wollt, dann würde ich euch bitten, jetzt die Stimmkarten zu heben. Danke. Die Gegenprobe, wer möchte ihn nicht annehmen? Das ist eine Zweidrittelmehrheit. Ich bedanke mich, der PA 14 ist angenommen. So, nachdem ihr jetzt keine hessischen Verhältnisse bekommen habt, hier in Niedersachsen, fahren wir fort mit dem PA 01, Bürgeranwalt. Oh, ich habe einen übersehen, ganz unten. Ja, genau, den Top F1, GP01, Wirtschaft. Genau. Hallo, ich hätte da einen GO-Antrag. Und zwar, nachdem unsere ganzen Antragsteller ja jetzt noch in der LAFO-Sitzung ist, würde ich beantragen, die Diskussion zum Genderpunkt vielleicht vorzuziehen, weil ich glaube, dass das auch ein relativ emotionales Thema ist, wo möglichst viele Leute dabei sein sollten, bevor nachher irgendwas entschieden wird, was viele Leute im LAFO nicht okay finden. Also gut, ihr habt es gehört, wir haben einen GO-Antrag auf Änderung der TO, Vorzug des, wie heißt der Genderpunkt, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe ihn gesehen. Ja. Das ist der X01. Nicht gendern. Und die sonstigen Anträge auch? Nicht gendern.
Also die Abstimmung, wollen wir diesen Programmpunkt nicht gendern vorziehen. Ich bitte dann also um Zeichen, wer ist dafür, diesen Programmpunkt jetzt zu behandeln? Wer ist dagegen? Nachdem das die einfache Mehrheit ist, machen wir jetzt den Antrag nicht gendern. Dann bitte ich die Antragstellerin doch noch bitte nach vorne. Oder den Antragsteller. Oh Gott, ich fange auch schon mit gendern. Ja, wir haben gerade nochmal nachgeschaut, welche von den Programmanträgen und sonstigen Anträgen jetzt von Leuten vorgestellt werden müssen, die jetzt gerade in einer Sitzung sind. Das sind fast alle, bis auf einen. Das heißt, wir ziehen jetzt den kompletten Top 12 vor. Sonstige Anträge sind nur zwei Punkte, 12.1 und 12.2. Und wir beginnen halt mit Nicht-Gendern 12.1. Ja, guten Morgen. Nee, kann nicht sagen. Guten Morgen nochmal oder so ähnlich. Ich war am Überlegen, ob ich jetzt einen gegenderten Text hier vortragen soll nach dem Motto Liebe Anwesende, liebe Anwesendinnen, möchte davon aber Abstand nehmen. Eigentlich ist der Text selbsterklärend, das Binnen-I in welcher Form auch immer oder aber auch eine wie auch immer geartete neutrale Form widerspricht eigentlich dem erlernten Sprachempfinden total und macht es gerade Menschen, die sowieso Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache in Schrift und Form haben, noch schwieriger Texte zu lesen und zu verstehen. Ich weiß, wovon ich rede, denn ich habe auch in meinem unmittelbaren Lebensumfeld so eine Person. Der Antrag ist nicht auf meinem Mist alleine gewachsen, wie das meiste. Ich tue ja eh nichts, ich übernehme und raubkopiere immer nur. Er stammt aus dem Landesverband Rheinland-Pfalz. Der Antragsteller dort war Thomas Mark Göbel. Rheinland-Pfalz hat dem zugestimmt und ich würde mich freuen, wenn wir uns in Niedersachsen ebenfalls für diese klare, gerade Linie des Sprachumgangs entscheiden könnten. Danke. Ja, damit ist die Diskussion eröffnet. Sein es will keiner diskutieren, da können wir auch gleich abstimmen. Ich wusste es, einer muss doch, das geht doch. Ja, Anna muss doch. Also das Gendern von Texten, klar, es bewirkt immer dieses kleine Stolpern, meistens sogar mehr beim Autor, der sich dann überlegen kann, oder hey, mache ich jetzt gerade irgendwie einen Denkfehler, falle ich jetzt in irgendwelche Rollenmuster? Und dieses Stolpern ist ja auch gewünscht beim Gendern als Instrument. Es ist klar, dass man nicht in allen Texten dieses Stolpern machen sollte, weil es dann einfach, wie in der Antragsbegründung auch beschrieben, systematisch anfängt, Leute auszuschließen. Ich denke aber, es sollte seinen Platz sporadisch oder gelegentlich finden können, dass man es einfach mal wieder macht, als Selbstüberprüfung, ob man sei es jetzt als Autor oder als Leser in bestimmte Rollenmuster verfallen ist, was jedem Mal passieren kann. Das verlangt natürlich Fingerspitzengefühl und ich denke mal, ich vertraue eigentlich gerade auch jetzt den Gewählten, die mit den relevanten Mehrheiten gewählt worden sind, jetzt in den Vorstand oder auch den ganzen Beauftragten, dass sie dieses Fingerspitzengefühl haben, wann es nicht sinnvoll ist, einen Text zu gendern und ihn dann auf alle Fälle nicht zu gendern. Und ja, oder halt eben auch mal, hey, das ist jetzt mal wieder eine Stelle, wo es mal wieder sinnvoll ist, das einfach mal wieder zu tun und es ist lange genug her. Also insofern bin ich da ganz hart am Überlegen, ob ich den einfach ablehne. Achim. Vielen Dank für diesen Antrag, denn ich finde ihn sehr gut und ich finde, du hast ein wichtiges Argument für diesen Antrag hier gar nicht aufgeführt in der Begründung. Ich erinnere mich nämlich an die Satzung der Piratenpartei auf Bundesebene insgesamt, die ganz am Anfang den Satz stehen hat, Mitglieder der Piratenpartei werden geschlechtsneutral als Piraten gekennzeichnet. Und das Schöne ist, dieser Satz steht da immer noch drin, der hat all die Irrungen und Wirrungen und die Diskussionen, die uns da in den letzten zwei Jahren aufgezwungen worden sind, überlebt. Er steht da noch und ich denke, dieser Antrag setzt diesen Geist fort
und führt ja auch eine Richtungsbestimmung durch oder sagt nochmal deutlich, worum es uns geht dabei. Ich werde dem mit Freude zustimmen. Hallo, danke Achim. Ich glaube nicht, dass dieser Antrag zugestimmt werden muss. Ich halte es nicht für notwendig, weil das bisher in der bisherigen Arbeit und der Außendarstellung keine Probleme gemacht hat und ich würde mich dagegen aussprechen, den schriftlich zu fixieren. Wir hatten mal was mit Postgender. Ich tue mich auch ein bisschen schwer damit, das jetzt wieder so formalfo-mäßig festzuziehen. Also es ist ganz klar, dieses Innen und dieser ganze Kult, der in den letzten Jahren darum gemacht wurde, widert mich genauso an. Aber ich habe zum Beispiel überhaupt kein Problem damit, da wo es nicht weiter wehtut, bei der Lesbarkeit eine geschlechtsneutrale Form zu machen. Und ganz ehrlich gesagt fände ich es schade, wenn wir wieder in CDU-Sprech zurückverfallen. Ja, so diese alten konservativen Säcke, wo grundsätzlich eine maskuline Form genommen wurde. Also ich fand es zum Beispiel gestern auch störend, dass Claudia sich als Generalsekretär bezeichnet hat. Also solange sie keine Geschlechtsumwandlung gemacht hat, sollte sie durchaus sich selber auch als Generalsekretärin bezeichnen. Ich finde, Piraten waren immer eine Partei mit Fantasie. Und wenn man dieses Gendern in der, wenn da grundsätzlich immer ein langes I da reinkommt, das ist schon ins Mainstream, das ist auch bescheuert. Es liest sich schlecht, es hört sich schlecht an und es wird der Sache nie gerecht. Und wenn man mal auf eine Minderheit aufmerksam möchte, so wie die Frauen, dann oder in anderen Beziehungen auf die Männer als Minderheit, dann sollte man da auch so viel Mut besitzen, auch in den Anträgen, dann nur die weibliche oder nur die männliche Form zu nutzen. Und das durch geschickte Formulierung auch herauszubringen, das schaffen wir doch hier. Deshalb würde ich empfehlen, dem Antrag zuzustimmen. Ja, ich kann mich da im Prinzip nur Ole anschließen. Ich würde es auch nicht für nötig erachten, diesen Antrag zu befassen. Man braucht da keine Verschriftlichung. Alternativ würde ich im Prinzip nur vorschlagen, dass bei jeder männlichen Bezeichnung ein Sternchen hinterkommt, also ohne Ausschreiben, sondern einfach so als Gedankenstütze, dass dann halt auch die Frauen mit gemeint sind, weil die Frauen sind in diesem Land halt eben nicht die Minderheit, sondern die Mehrheit. Ja, also wie die Majoritäten, die in diesem Lande die Minderheiten geben, also die weiblichen Personen, sich selber bezeichnen, das hat mit diesem Antrag eigentlich gar nichts zu tun. Nö. Es geht darum, dass man nicht generell schreibt, Generalsekretärin oder Landesvorsitzenderin, sondern dass man halt den Landesvorsitzenden, wie es üblich ist, als Landesvorsitzenden bezeichnet. Es geht um das Sprachverständnis. Und das Sprachverständnis nimmt bei gegenderten oder gegenderten Texten deutlich ab, wenn das konsequent durchgezogen wird. Und es ist gerade eben gesagt worden, es ist eigentlich Mainstream. Es gibt Parteien, die das bereits machen. Deswegen ist es weder ein Ausschlussgrund noch ein Grund, es zu tun oder nicht zu tun, sondern wir sollten unseren eigenen Weg finden. Ich selber sehe keinen Vorteil darin und auch in keiner Art und Weise mehr ein Herausheben von gegenderten Texten, sondern im Gegenteil, wenn ich das wirklich herausheben will, dann nehme ich halt die weibliche Form, wenn denn die männliche das Normalübliche ist. Liebes Mitgliedin, ich bin zwar nicht befugt, aber ich möchte dich gerne hören. Jetzt? Ah, super. Eine kurze Verständnisfrage. Haben wir denn momentan eine einheitliche Richtlinie, wie wir das momentan machen mit Texten des Landesverbandes, sprich Wahlprogramm, Flyer, Pressemitteilungen? Nein. Gut, das heißt, das würde dann bedeuten, wir hätten jetzt dann eine Richtlinie. Ja. Dankeschön. Achim, bist du fertig? Völlig. Das ist schön. Gut, dann kommen wir zur Abstimmung. Das ist ein sonstiger Antrag. Hier haben wir die einfache Mehrheit. Dann bitte ich um Stimmkarten für die Zustimmung.
Wer ist dagegen? Wer würde sich enthalten? Ich sehe, damit ist der Antrag angenommen. Ich bedanke mich recht herzlich. Wir gendern jetzt nicht, jetzt muss ich aufpassen. Liebe Piratösin. So, wir hatten vorher mal kurz darüber nachgedacht, jetzt würden wir einfach weitermachen mit dem Top sonstige Anträge Mailinglisten. Jetzt weiß ich nicht, wer diesen Antrag gestellt hat. Jürgen Junghähnle. Und der ist nicht fristgerecht, das heißt, wir müssen erst bestimmen, ob er überhaupt. Und wie ich gerade höre, ist dieser auch nicht fristgerecht eingegangen. Das heißt, wir müssten darüber nachbestimmen, ob wir ihn überhaupt behandeln wollen. Trotzdem würde ich erstmal Jürgen bitten, ihn einmal kurz vorzustellen. Kann den Jürgen bitte einmal jemand holen, wenn er weiß, wo er rumspukt? Der muss da sein, ich hatte ihn heute Morgen mitgenommen. Also, oh, okay. Oh, nee, doch nicht. Entschuldigung, nee, habe ich nicht. Hast du deine Jungen-Hände auf die UK verwechselt? Ja, okay. Deine Jungen-Hände habe ich nicht gesehen. Wer möchte den Antrag für Jürgen denn vielleicht übernehmen oder vorstellen? Ja? Der Michael würde es tun. Das ist schön, Michael, dann komm bitte auf die Bühne. Ja, ich übernehme den Antrag dann einmal formal, weil ich zumindest die Diskussion über dieses Thema wichtig finde. Wir kennen alle die Probleme auf den Mailinglisten. Und ich vermute, dass die Intention des Antrags war, dass man ausschließen will, dass von außen gezielt gesteuert Unruhe in die Partei über die Mailinglisten getragen werden soll. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, aber bitte um Beteiligung über Fragen. Ja, ich mache mal das Standard-Gegenargument. Nein, die zwei Standard-Gegenargumente. Zum einen, wir sind eine offene Partei. Wir haben auch schon von außerhalb sehr viel konstruktiven Input bekommen von Menschen, die nicht in dieser Partei sind. Die Mailinglisten sind de facto irgendwie noch so ein halbwegs wichtiges Kommunikationsmedium, um Piraten zu erreichen. Sie sind über das Sync-Forum auch sehr barrierefrei zu erreichen. Das heißt, wenn da jetzt irgendwo jemand ist, der halt sich eben fragt, Mensch, gibt es hier in der Ecke Piraten oder was denken die dazu, kann der einfach über dieses Sync-Forum sehr einfach die Diskussion anstoßen. Es hat auch in den vergangenen Monaten Leute gegeben aus dem Sympathisantenumfeld, die die Mailinglisten genutzt haben, um Informationen zu sammeln, wo welcher Stammtisch ist zum Beispiel, um das dann einfach mal ins Wiki zu kippen. Also und auf diesen Input möchte ich und auf diese offene Kultur möchte ich da einfach nicht verzichten. Zumal sollten wir das ganz, ganz große Pech haben, dass unsere Mitgliederversammlung wieder den Mitgliederverwaltung bzw. Betreuung wieder auf den Stand von 2009, 2010 zurückfällt, sprich auf irgendwelche Eintrittswellen, dann wird es große organisatorische Probleme geben. Dann diesen Mitgliedern, die im Grunde genommen noch schwebend sind von ihrem Eintrittsstatus her, dann dieses Leserecht zu geben oder nicht. Drittes Standardargument. Und das... Ja, danke. Ja, erstmal vielen Dank für das Übernehmen des Antrags. Das finde ich sehr demokratisch immer. Ich merke, wie schwer dir das fällt. Das ist natürlich abzulehnen, das steht außer Frage, wir sind die Partei mit der Teilhabe und ich glaube, wenn wir das dann jetzt so durchbringen, dann sind wir da ganz weit hinten und dann machen wir es noch schwieriger auf, für unsere Interessenten da teilzuhaben an unserer Partei, wie das gerade schon gesagt wurde, wir brauchen halt einfach auch den Input von außen und letztendlich ist das so, ich weiß, dass die AfD solche Dinge auch umsetzt, damit stellen wir uns auf einer Stufe von einer völlig unnützen Partei, der Antrag ist komplett so abzulehnen.
Ja, es gibt geschlossene Listen, zum Beispiel von Vorständen und Sondergleichen. Aber wir sind die Leute, die die Stimmen von allen möglichen Leuten hören wollen, besonders von außen. Die haben nämlich einen ganz anderen Blick auf uns. Und ich nehme mal das Mikro etwas höher. Und so eine Plastikkarte mit einem Piratenlogo drauf, die sagt rein gar nichts darüber aus, ob die Meinung oder die Aussagekraft oder die Formulierungsweise von irgendjemandem in irgendeiner Weise besser, sinnvoller, böser oder lieber ist als die eines x-beliebigen anderen Menschen. Das heißt, wenn ihr Leute außerhalb der Partei ausgrenzt, dann haben wir halt immer noch welche, die drin sind. Und wenn die sogenannte Internetpartei nicht damit umgehen kann, nach Jahren, wie man mit Trollen auf Mailinglisten umgeht oder wie man mit versteckter oder böser Kritik umgeht und die aus dem ganzen Mist, der in einer bösen Mail zum Beispiel tatsächlich drinsteckt im Kern, oder das einfach ignoriert, wenn die nach Jahren immer noch nicht gelernt hat, damit umzugehen, sollten wir da vielleicht ein bisschen in innerparteiliche Bildung investieren. Michael, du hattest als Grund genannt, dass eben negative Einflüsse von außen, also dass diese Listen genutzt werden, um zu trollen. Aber ich denke, die Listen nur noch für Mitglieder zugänglich zu machen, das behebt nicht das Problem. Ne? Und unsere Söhne dürften dann auch nicht antworten. Das fände ich schade. Eine Verfahrensfrage, dieses NFG, das steht vermutlich für nicht fristgerecht eingereicht. Wie gehen wir jetzt mit dem Antrag um? Ja, tatsächlich, ich habe die Diskussion jetzt einfach laufen lassen, weil es ja augenscheinlich auch darum ging, die Diskussion zu führen. Wir müssen jetzt noch darüber abstimmen, ob wir den überhaupt behandeln wollen. Ja, das würde ich hier mit tun. Wer ist der Meinung, wir wollen diesen... Halt, ein Schlusswort habe ich dann noch. Ah, du möchtest? Ah, okay, komm. Also ich bin ja jetzt formal Antragsteller. Ich habe hierzu auch eine klare Meinung, werde mich aber formal jetzt bei der Abstimmung enthalten, wenn sie stattfindet. Ich möchte aber dafür werben, dass wir diesen Antrag noch zulassen, weil ich glaube, dass wir ein eindeutiges Meinungsbild dazu haben. So, damit stimmen wir jetzt darüber ab, ob wir diesen Antrag tatsächlich dann auch abstimmen und behandeln. Wer ist dafür, den X02-Mailinglisten zu behandeln? Wer ist dagegen? Das ist die Minderheit. Wer enthält sich? Damit behandeln wir ihn. Damit würde ich auch gleich zur Abstimmung übergehen. Wer ist dafür, dass dieser Antrag so wie gestellt angenommen wird? Bitte um Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Damit ist der Antrag abgelehnt. Vielen lieben Dank. So, ich mache jetzt das mit dem Dazwischendrängeln. Ihr habt gerade mitgekriegt, dass die AG-Programm aktuell aus 3 Personen meines Wissens besteht und eine scheiß viel Arbeit hat. Also alle, die gerade eben gesagt haben, ja, wir müssen was ändern auf irgendeine Art und Weise und ja, wir müssen irgendwie was ändern. Jeder, der irgendwie, und wenn es noch so wenig ist, mitarbeiten möchte, kommt jetzt bitte demnächst, also eigentlich direkt jetzt zu mir. Wir schreiben auf, wer alles dabei ist und dann machen wir daraus erstmal ein erstes Telco und gucken, wie wir das ganze Problem angehen. Also alle, die gerne aktiv an diesem Riesenbatzen Arbeit mitarbeiten wollen, ihr seid herzlichst willkommen. Und was ich natürlich als ursprünglicher Mitantragsteller hinzufügen möchte, ich bedanke mich außerordentlich dafür, dass ihr diesem Antrag zugestimmt habt, so wie ich ihn gestellt hatte. Also ich habe mir da auch wirklich viel Gedanken drüber gemacht und eine Danksagung. Und ich hoffe wirklich, dass viele Menschen und viele Ideen dann in diese Arbeit mit einfließen.
Es wird natürlich dann auch nochmal über sämtliche Mailinglisten, die zur Verfügung stehen, dazu aufgerufen. Es ist der Plan, einen Newsletter auf Niedersachsen-Ebene wieder einzuführen, über den dann dazu aufgerufen wird, mitzuarbeiten. Und das alles gehört zu dem großen, weiten Plan, wieder Interesse und Spaß an der Politik zu haben und der Vermittlung eben dieser. Danke nochmal ganz herzlich. So, du kannst ja jetzt, du kannst da stehen bleiben. Da brauche ich eigentlich Meinhard für. Ja, wir machen nach einer kurzen. Ich wurde darauf hingewiesen, dass wir hier ein tolles Catering haben und ja, sag's am besten selber. Ich wollte mich nochmal ganz herzlich hier bei dem Halleneigentümer bedanken. Der hat uns nämlich ganz tolle Konditionen für diese Halle eingeräumt und ich möchte euch alle aufrufen, durchaus das Catering hier vor Ort in Anspruch zu nehmen, weil wir zahlen für diese Halle, glaube ich, fast gar nichts. Und das ist so geregelt, dass er quasi nur die Einnahmen aus Getränke und Dings hat. Und deswegen ist diese Halle unglaublich billig für uns. Und das finde ich ganz toll und das wollte ich einfach nochmal bekannt geben. So, nach verschiedenen Danksagungen, Aufmerksammachungen würde ich jetzt weitermachen mit Programmanträgen. Das wäre der Top 11 und da wären wir beim GP01 Wirtschaft, den wahrscheinlich Thomas Ganzko vorstellen möchte. Ah, ich bitte zu mir auf die Bühne Herrn Ramaswamy. Herr Ramaswamy, bitte auf die Bühne. Denn Fun Fact am Rande. Anträge übernehmen wollte ich heute eigentlich gar nicht. Reicht mir, wenn ich sie für den eigentlichen Antragsteller aus Zeitgründen ins Wiki gestellt habe. Wir haben ja eigentlich einen Entschluss heute Morgen getroffen, mit 14, wo wir sagen, jetzt machen wir da eigentlich das Gegenteil davon, ne? Ich habe aber den Text nicht, ne? Also, kann ich leider nicht lesen. Das ist leider nicht behinderungsfreundlich. Also ich kann das nicht lesen, was da auf dem Ding. Das ist für mich, das wäre super, ja. Also wir haben ja immer das Problem gehabt in der letzten Zeit, dass wir gerade zu wirtschaftlichen Fragen keine grundsätzlichen Aussagen gemacht haben. Und in einem etwas größeren Prozess haben wir eben versucht, verschiedene Gesichtspunkte mal generell festzuhalten, damit wir in den Grundsätzen, die wir verabschieden, auch zu den verschiedenen Themen mal eine Arbeitsgrundlage haben für Leute, die eben zu wirtschaftlichen Fragen zum Beispiel interviewt werden. Und es haben 5 oder 6 Leute an diesem Antrag mitgearbeitet, die jetzt alle nicht mitgenannt sind. Aber ich bin Thomas natürlich ganz dankbar, dass er grundsätzlich diesen Antrag eingestellt hat, auch wenn wir durch die Abstimmung zu dem Antrag Satzungsänderungsantrag 14 ja gesagt haben, wir wollen ja mit dem Programm jetzt ganz anders umgehen, können wir natürlich trotzdem heute versuchen, eine Grundsatzentscheidung zu treffen, wie wir mit wirtschaftlichen Fragen umgehen. Und da haben wir ja gerade, das ist ja jetzt gerade angezeigt, eben die Rahmeneingaben gemacht. Ich möchte mir jetzt ersparen, das vorzulesen, das kann ja jeder selber lesen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir zu den zentralen Begriffen Äußerungen machen, damit nicht nur unser Vorstand, sondern jedes Mitglied eben, ich sage mal, eine Handreichung hat, wie wir grundsätzlich agieren wollen. Und es ist, glaube ich, in diesem Antrag gelungen, so eine Brücke zu schlagen zwischen den, ich sage mal, den radikaleren Ökonomisten, die eigentlich ein ganz anderes Wirtschaftssystem haben wollen und denjenigen, die man vielleicht sowas wie soziale Marktwirtschaft schreiben kann. Und ich glaube, dass dieser Brückenschlag mit diesem Antrag gelungen ist und würde deshalb darum bitten, diesem Antrag die Zustimmung zu geben. Dankeschön, Meinhard. Damit ist die Diskussion eröffnet, sofern sie denn stattfindet.
Ich bitte im Übrigen nochmal um Ruhe, auch hinten auf den ganz billigen Plätzen. Also eins, was vielleicht auch ganz wichtig ist, wenn ihr meint, man könne das nicht als Block abstimmen, könnte man daraus natürlich eine modulare Abstimmung machen. Aber aus durchaus Zeit- und Diskussionsgründen würde ich es erstmal so vorschlagen. Und nur wenn einer sagt, das geht überhaupt nicht und die anderen sind ebenfalls mehrheitlich der Meinung, dann können wir das trennen. Also ich würde es bitte als Block abstimmen wollen. Ja? Hallo, da stand irgendwie was, ein Satz mit Mehrwertsteuer anstelle von Konsumsteuer und Umsatzsteuer. Habt ihr den noch drin, den Satz? Kannst du mal hochscrollen? Könnt ihr bitte nachgucken? Also, kann der Text vielleicht immer von davor gescrollt werden, dass man Weil wenn der noch drin steht, dann wäre ich also, den würde ich rausstreichen, weil das ist, dass man irgendwie andere Steuern wegnimmt, glaube ich, und dann das auf Umsatzsteuer setzt oder Konsumsteuern allgemein, war da irgendwie ein Satz drin, glaube ich, wenn ich mich nicht erinnere. Und das geht dann mal wieder zu Lasten der unteren Einkommensschichten und die würde ich deshalb halt rausstreichen, weil das ist irgendwie so ein FDP. Linke Tasche, rechte Tasche Spielchen. Konsumsteuern statt Lohnsteuern zu haben, belastet nicht Leute mit weniger Einkommen, sondern belastet Leute mit höheren Einkommen. Bitte? Nein, das stimmt schlicht nicht. Also Konsum verhält sich ja nicht proportional zum Einkommen. Also daher, wie gesagt, also ich würde sagen, das lieber streichen und dann euren Antrag auf modulare Abstimmung stellen stattdessen. Der Satz lautet, Punkt Mehrwertsteuer als Überschrift, Konsumsteuern, insbesondere auf Energie, sind tendenziell zu erhöhen, um damit die Steuer- und Abgabenlast auf die Arbeit zu verringern. Ja. Ja. Vielleicht können die anderen Mitautoren an diesem Antrag vielleicht auch mal hier auftauchen. Bitte, ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir zu dem Punkt Steuern vom Anhalter gute, konkrete Vorschläge bekommen. Deswegen wäre ich dafür, den erstmal rauszunehmen. Gut, kann ich mitleben. Ja, Meinert, würde ich dir auch sagen, weil die Mehrwertsteuer oder die Umsatzsteuer, die ist eine so umfassende Steuer und du reduzierst das dann auf das insbesondere Energiesteuer. Also es wäre besser, wenn der raus wäre. Also ich bin einverstanden, den rauszunehmen und den Rest so zu lassen. Man muss allerdings auch sagen, dass dieser Antrag in seiner ursprünglichen Form schon etwas älter ist und wir hätten sozusagen diese Diskussion auch gerne mal schon mal zwischendurch führen können. Okay, modular abstimmen oder das Modul rausnehmen? Ja, gut, also ich bin einverstanden, den einfach rauszunehmen den müsste, wenn er dann modular abgestimmt werden soll, extra sozusagen einer übernehmen. Ich würde das dann an der Stelle nicht machen, genau aus dem Grund, den Mirko genannt hat, dass es eine Arbeitsgruppe gibt, die sich darüber sozusagen intensiver auseinandersetzt. Den Rest würde ich aber dann als Block lassen. Bitte? Ja, den Punkt Steuer nehmen wir komplett raus. So, jetzt ist mir mein Beamer-Pirat abhandengekommen. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, dass dieser Satz Punkt Steuern, also Mehrwertsteuer insbesondere, nicht mit drin steht. Das heißt, wir würden jetzt über eine geänderte Fassung abstimmen. So richtig? Ja. Gut, dann würde ich das tun. Mich wundert, dass da nicht weiter diskutiert wird, aber okay. Du verwechselst Satzungsanträge mit Programmanträgen, das tun wir nicht. So, wir machen weiter. Also dann stellst du Abstimmung. Ich stelle jetzt Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag? In der sogenannten Form, wie eben besprochen. Wer ist für diesen Antrag ohne diesen Abschnitt Steuern? Wer ist dagegen? Das ist eine Minderheit. Wer enthält sich? Ja.
weil es ein Grundsatzantrag ist. Okay, also... Der Antrag ist abgelehnt, weil wir keine Zweidrittelmehrheit erreicht haben. Es ist ein Grundsatzantrag, der steht nach unserer Geschäftsordnung. Ja, Zweidrittelmehrheit, die haben wir nicht erreicht und damit ist er abgelehnt. Okay. Knapp. Wir haben ja das rausgenommen, was als einziges Kontroverses angegeben war. Ja, dann stell ihn bitte, Meinhard. Ich stelle den Geschäftsordnungsantrag im Anschluss an diesen Antrag, der gerade übernommen worden ist von jemandem als Positionspapier, ihn abzustimmen, wenn Thomas damit einverstanden ist, den Parteitag hier an dieser Stelle abzubrechen, weil so wichtige Dinge wie Programm können wir einfach in dieser Stimmung und mit diesem Desinteresse einfach nicht weitermachen. Gegenrede, ja? Nein, kannst du auch gerne von hier oben. Wir hatten das in der letzten Zeit ziemlich oft, dass Versammlungen am zweiten Tag doch wesentlich schwächer besucht waren als am ersten Tag. Ich gehe davon aus, dass die Menschen, die heute hier sind, unter anderem auch deshalb hier sind, weil sie sich mit Programm beschäftigen wollten. Weil dass die Hauptsache der Wahlen gestern gelaufen ist, war, glaube ich, jedem klar. Und ich fände es auch insbesondere schön, weil wir als Vorstand oben von der Presse gefragt worden sind, was denn heute für programmatische Anträge behandelt werden und denen gesagt haben, sie bekommen dann zu den einzelnen Punkten tatsächlich noch eine Mitteilung, wie darüber abgestimmt worden ist, alles das, was wir schaffen. Wenn wir denen nicht sagen müssen, wir haben 3 Stunden früher aufgehört, als wir eigentlich mussten, aber wir wollten nicht mehr, war kein Interesse da. So, jetzt, ja, das war die Gegenrede. Jetzt wurde eben die Bitte an mich herangetragen, doch zu warten, bis wirklich alle im Saal sind. Etty wollte noch mal rauslaufen und die Leute ein bisschen mobilisieren, weil es ja jetzt auch ein bisschen was geht. Das warten wir einen Moment ab. Nein, wir sagen jetzt nichts mehr zu. Gut, scheinbar sind alle da, dann stimmen wir darüber ab. Das ist ein Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Sämtliche Programmanträge fallen jetzt praktisch hinten runter. Die werden nicht mehr behandelt. Wir kommen dann direkt damit zum Schluss der Versammlung und damit zum Ende der Versammlung. Wir können natürlich danach vielleicht noch überlegen, ob wir was anderes auf die TO schieben, andere Diskussionen machen, aber das ist der Antrag und da stimmen wir jetzt ab. Nein, nein, wir machen jetzt diesen Antrag. Meinhard, könntest du bitte noch mal ganz kurz nach vorne kommen? Hier gibt es gerade Diskussionen, was du gemeint haben könntest damit. Stell das doch bitte noch mal klar. Bleib. Kannst du direkt hier am Saalmikro machen, Meinhard, das ist schneller. Bezüglich dieses Antrages meinst du? Also wir würden gerne ohne diese 2 Punkte über die Steuern diesen Antrag nochmal als Positionspapier zur Abstimmung stellen. Denn es war ja so, dass wir, wenn es ein Positionspapier gewesen wäre, durchaus
eine Mehrheit da gewesen wäre. Und wir brauchen einfach bestimmte Äußerungen für die Menschen sozusagen, die unsere Partei betreten. Sei mal so gut und formuliere deinen Antrag einfach nochmal. Nein. Meinert, also du hast eben den GO-Antrag formuliert. Es war jetzt die Frage, du hast formuliert, wir würden keine weiteren Programmanträge mehr behandeln. Ach, nach diesem. Gut, dann stimmen wir da. Also ich berichtige mich, wir würden diesen noch als Positionspapier abstimmen wollen und danach würden wir alle anderen Programmanträge runterfallen lassen. Damit wäre die Veranstaltung nahe ihrem Ende. So. Nein, das ist ein GO-Antrag. So, und den stimmen wir jetzt ab. Also, damit es alle wirklich verstanden haben, wir stimmen darüber ab, Änderung der TO, Behandlung dieses Antrages als Positionspapier, damit wäre das eine einfache Mehrheit und danach fallen sämtliche Programmanträge hinten runter. Damit wären wir am Ende der TO und am Ende... ich würde das einfach gerne durchführen. Die Änderung der Tagesordnung, so wie sie sich gerade darstellt, so wie sie von Meinert eingereicht wurde, war, diesen Antrag als Positionspapier einzureichen und dann die Veranstaltung zum Top 13 zu kommen, zur Verabschiedung. Genau. Eine Verfahrensfrage wird am Mikro gemacht, damit die alle das mitbekommen. Dankeschön an die VL dafür. Also, die Verfahrensfrage lautet nochmal. Ich verstehe das jetzt richtig. Die TO wird insgesamt geändert. Es wird ein Tagesordnungspunkt zugefügt, nämlich die Abstimmung eines Positionspapiers. Und alle anderen Tagesordnungspunkte sollen dann wegfallen. Das ist der Wille des Antragstellers gewesen. Ist das richtig so? Dankeschön. Verfahrensfrage für... Das war das, was wir auch gesagt hatten, ja. Wir stimmen jetzt erst einmal über diesen GO-Antrag ab und dann... Nein. Doch, Alternativantrag ist möglich. Nicht zum GO-Antrag. Doch, explizit zu einem GO-Antrag. Guck in die GO, das ist... Ihr verwirrt mich. Wir lesen das mal eben gerade nochmal nach. Das ist lustig, ne? Gut, das war unser Fehler. Es gibt Paragraph 6 Absatz 5, Alternativantrag zu dem GO-Antrag, bitte ans Mikro. Alternativ möchte ich den Antrag stellen, dass wir diesen Antrag als Positionspapier behandeln und die Versammlung nicht beenden. Gut. Dann würde ich vorschlagen, dann gehen wir jetzt so vor, dass wir diese beiden Anträge gegeneinander abstimmen. Es gibt einmal den Vorschlag, diesen Tagesordnungspunkt als Positionspapier zu behandeln und dann die Versammlung zu beenden. Und den zweiten Antrag, dieses ebenfalls als Positionspapier zu behandeln und dann fortzufahren. Wenn ihr für den ersten Antrag seid, der die Beendigung der Veranstaltung beinhaltet, würde ich euch bitten, jetzt die Ja-Karten, also eure Stimmkarten zu heben. Wer ist da? Nein, stopp. Jetzt, warte mal, stopp. Bitte jetzt keine Zwischenfragen, während wir eine Abstimmung machen. Gleich. So, dann zu dem aus dem Konzept gebracht. Okay. Wir haben jetzt gerade darüber abgestimmt, auf den einen Antrag. Jetzt gehen wir zum anderen Antrag. Und zwar die Behandlung dieses Antrags als Positionspapier und dann Fortfahren der Sitzung. Wer ist dafür?
Dieser Antrag hat eine Mehrheit. Jetzt stimmen wir den einfach nochmal schnell durch. Wer ist dafür, dass wir diesen Antrag als Positionspapier behandeln und dann die mit der Versammlung fortfahren? Bitte die Stimmkarten heben. Danke. Die Gegenprobe. Wer ist dagegen? Okay, wir behandeln diesen Antrag Wirtschaft jetzt als Positionspapier und fahren mit der Versammlung fort. So, da wir den jetzt beschlossen. Nein, ja. Ja. Verfahrensfrage, sorry. Du hast die beiden GO-Anträge gerade gegeneinander abgestimmt. Welcher Mehrheit hat? Oder hast du beide abgestimmt, um sie anzunehmen? Oder hast du beide abgestimmt, um sie gegeneinander abzuwägen? Ich habe sie jetzt erst einmal gegeneinander abgestimmt, weil das die, sag ich mal, die eindeutigere Verfahrensweise ist, um dem Antrag Ausdruck zu verleihen. Okay. Ja, damit ist das Mikro wieder offen, praktisch für dem. Was? Hallo. Ich möchte nur allgemein was dazu sagen, zum allgemeinen Verfahren, nämlich das Vorgehen, dass immer Anträge später als Positionspapiere oder irgendwas anderes eingereicht werden, wo es ein anderes, niedrigeres Quorum gibt, ist eine Sache, die dazu geführt hat, dass wir so ein komisches Programmkonvolut haben. Darf ich den Antrag noch mal vorstellen? Darf ich noch was sagen zu dem Antrag? Ja, normalerweise darf ich ja vorstellen. Verfahrenshinweis. Da das jetzt ein anderes Positionspapier ist, werden wir jetzt die Rednerliste wieder eröffnen. Die Rednerliste, also ihr könnt zu dem Antrag noch eure Statements abgeben oder Fragen stellen und da gibt es auch noch ein Schlusswort und dann wird da ganz normal abgestimmt, wie sonst alle anderen auch. Ja, ich wollte Ihnen nochmal vorstellen, das Positionspapier. Warum ich das mache. Nein, warum ich das noch als Positionspapier vorstellen möchte, das wollte ich kurz erläutern. Gut, bitte sehr. Für mich stellt sich jetzt nur die Frage, ob die Änderung, die Meinert vorgenommen hat, nämlich Rausnehmen des Punktes Steuer bestehen bleibt, weil dann könnten wir ihn eigentlich direkt als Positionspapier abstimmen. Gut, der Antragsteller hat dazu direkt was zu sagen. Dann ja, als Positionspapier möchte ich diesen Antrag ohne den Passus Steuern. Wenn wir jetzt gerade dabei sind, den Passus Steuern rauszunehmen, möchte ich bitte auch den Passus Finanzmärkte rausnehmen. Ich begründe das und zwar geht es mir nicht weit genug. Es steht hier, es bedarf einer grundlegenden Neuregulierung des Finanzsektors. Wäre einfacher zu lösen, indem wir einfach sagen, wir wollen zu den Zuständen zurück vor Rot-Grün, bevor sie die Deregulierung des Bankensektors vorgenommen haben. Ich würde auch noch das Stichwort Bretton Woods nehmen. Also klare Trennung der Banken, Investmenttätigkeit und der Bankentätigkeit. Transaktionsabgabe, das kann man im Prinzip auch einfacher umschreiben mit der Tobin-Steuer. Und das andere, was hier noch drin steht, von wegen Reserven der Banken, da ich aus dem Bankensektor komme, das ist im Prinzip jetzt schon über Basel III geregelt. Ich kann dazu was sagen. Ich kenne das alles. Nee, es ist geregelt. Ob dir das jetzt weit genug geht, das weiß ich nicht, aber die Eigenkapitaleinlage der Banken ist im Prinzip jetzt geregelt. Ich finde, es ist einfach zu schwammig formuliert und wenn ich jetzt ein Positionspapier hier abstimme und ich jetzt hier schon an einem Punkt irgendwie 4, 5 Änderungsvorschläge habe, kann ich das Positionspapier in Gänze auch nicht positiv abstimmen. Ich hätte noch zu anderen Punkten was, aber das spare ich mir jetzt. Erstmal. Ich werte das jetzt mal als Frage und gebe dem Antragsteller die Gelegenheit, darauf zu antworten. Roman, danke für den Hinweis. Die Punkte, die du aufgeführt hast, kenne ich aus meiner beruflichen Vergangenheit her.
Der Grund, weswegen wir darüber nochmal abstimmen, ob wir diesen Antrag als Positionspapier legitimieren wollen, ist aus meiner Sicht, und das ist die Motivation, dies auch nochmal zu stellen als Positionspapier, dass wir uns eine Richtung geben wollen für die weitere Diskussion und die wesentlichen Inhalte dieses Positionspapiers haben eine sehr starke Affinität zu unserem Grundsatzprogramm und zu den Grundsätzen unserer Partei. Deine Kritik verstehe ich so, dass du sagst, die Regulierung ist jetzt ein Punkt, der auch nicht ausdefiniert ist. Vielleicht kannst du eine Formulierung wählen und vorstellen, die unserer grundsätzlichen Kritik an dem jetzigen Finanzsystem, und die wirst du sicherlich auch teilen, hier zum Ausdruck bringt. Also ich bin erstmal dafür, dass man eine neue Regulierung der Finanzmärkte beibehält in diesem Antrag, weil ein Zurück zu den Zuständen vor Rot-Grün einfach nicht machbar ist. Die Welt auf dem Finanzsektor hat sich weiterentwickelt und dem tragen wir dann nicht Rechnung, wenn wir das so reinschreiben. Mir fehlen da ebenfalls so einige Sachen drin, irgendeine Passage zur unternehmerischen Freiheit als Ausdruck der freien Persönlichkeit, die dann halt eben notwendigerweise Schranken findet in Form einer ökosozialen Marktwirtschaft. Mir fehlen ein paar Passagen zur Informationsgesellschaft und ihren Auswirkungen auf die Wirtschaft, einfach weil wir Piraten sind und ich denke mal, das müssten wir dann auch liefern, wie Wirtschaft aussehen kann oder soll. Aber trotzdem glaube ich, wir brauchen ein paar Grundannahmen, ein paar Leitplanken, auf deren Basis man einfach weiterarbeiten kann. Und diejenigen, die das dann konzentriert tun wollen oder immer mal wieder, die brauchen auch einmal das Zeichen von einem Parteitag, der dann halt eben sagt, ja, diese Schranken, wie ihr sie dort aufgeschrieben habt, die sehen wir auch so. Und deshalb werde ich für dieses Positionspapier stimmen. Ich sehe das ähnlich wie Rudi, aber ich habe mich deswegen auch enthalten, weil ich dafür viele Ergänzungen und Diskussionsbedarf sehe. Ich würde da ganz gerne auch eine Verweisung an die programmatische Abteilung nochmal schicken, dass es viel breiter diskutiert werden muss, weil viele Aspekte nicht berücksichtigt worden, gerade die Gewerkschaftsrechte und so eine Sachen. Das als ersten Impuls würde ich das befürworten. Gut, die Rednerliste ist doch noch besetzt. Ich glaube, es hatten alle ausreichend Zeit, wenn sie Zeit und Lust gehabt hätten, an diesem Antrag sich aktiv einzubringen. Wir sind ja immerhin die Mitmachpartei. Die Tatsache, dass viele von den Argumenten, die jetzt gekommen sind, jetzt kommen und nicht damals, als Leute sich die Mühe gemacht haben, diesen Antrag auszuarbeiten, lässt mich zweifeln, dass wenn das Ding jetzt nochmal hochgekocht wird, die Leute, die Kritik geäußert haben, sich wirklich aktiv da einbringen wollen. Von daher bin ich dafür, das Ding als Positionspapier dem jetzt einfach zuzustimmen. Es wird bald wieder Wahlen geben, wenn auch nicht hier bei uns in Niedersachsen, sondern eher in Hamburg und Bremen, wo es meines Wissens nach keinerlei wirtschaftspolitische Grundlagen gibt. Was machen die Leute, die Wahlprüfsteine beantworten, dann im Normalfall? Sie gucken, was gibt es so in anderen Landesverbänden und sagen daraufhin, die Diskussion in der Partei zeigt die und die Richtung auf. Dafür wäre ein Positionspapier im Bereich Wirtschaft, wo wir wirklich parteiweit ausgesprochen dünn aufgestellt sind, ausgesprochen hilfreich. Das ist übrigens auch etwas, was die NRW-Landtagsfraktion gegenüber dem Bundesvorstand angesprochen hat, dass es einfach nichts gibt, auf dem sie wirklich auch nur ansatzweise ableitend
zu wirtschaftspolitischen, tagesaktuellen Fragen Stellung beziehen können. Und hier aus diesen Grundsätzen, wie sie dann gegebenenfalls in einem Positionspapier beschlossen werden, lässt sich ausgesprochen viel mit einem orange-roten Faden ableiten. Ich plädiere sehr dafür, dass dies zumindest als Positionspapier angenommen wird. Gut, dann ein Schlusswort. Also ich möchte sehr darum bitten, dass dieses Positionspapier Ausgangspunkt für eine weitere intensive Diskussion auch in den Fach-AGs ist und dass wir das auch so nach außen kommunizieren. Danke dir. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über dieses Positionspapier. Ich würde euch bitten, jetzt eure Stimmkarten zu heben, wenn ihr dafür seid, dieses Positionspapier anzunehmen. Gegenprobe, wer ist dagegen? Damit stelle ich fest, das Positionspapier ist angenommen. So, kommen wir zum nächsten Programmantrag, das ist der PA01, der Bürgeranwalt, der Thomas. Ihr wisst, ich habe eine kleine Vergangenheit, die mich dazu geführt hat, überhaupt sich mit Politik zu beschäftigen und die mich letztendlich auch bei den Piraten haben landen lassen, weil ich gemerkt habe, sie sind die, die Bürgern zuhören und die sich tatsächlich auch für sie einsetzen. Nun sind wir noch nicht in einer Lage, wo wir tatsächlich das alles umsetzen können, was wir uns so vorstellen, wie denn Bürgern tatsächlich sehr gut geholfen werden kann. Dieser Antrag, der das Recht auf einen Bürgeranwalt stellt oder beschließen sollte, wäre ein Punkt, wo wir konkretisieren können, wie wir Bürgern tatsächlich helfen wollen. Denn wir haben die Situation, dass wenn man als Bürger gegenüber Institutionen, oftmals staatlichen, dann vor Gericht ziehen muss, weil es andere Möglichkeiten kaum gibt, sich durchzusetzen, es sehr schnell an finanziellen Mitteln scheitert, tatsächlich sein Recht durchsetzen zu können, weil man es sich überhaupt nicht leisten kann, vor Gericht zu gehen. Ein Bürgeranwalt hat zudem den Charme, dass er eine Art von Waffengleichheit herstellt. Die Stellen, gegen die ich als Bürger angehe, sind mit Steuergeldern finanziert. Warum sollte dann nicht auch mein Interessenvertreter juristischer Natur auch mit Steuergeld finanziert sein? Denn schließlich habe ich mit meinem Steuergeld auch die Gegenseite finanziert. Wie das Ganze denn nachher umgesetzt wird, welche Bedingungen dafür erfüllt sein müssen, um einen Bürgeranwalt tatsächlich in Anspruch nehmen zu können, wie das dann im Gesetz formuliert sein könnte, das wird sich dann im Gesetzgebungsprozess entscheiden. Da können wir natürlich aufbauend auf diesem Antrag entsprechende Formulierungen erarbeiten. Was dieser Antrag hier sein soll, ist sozusagen eine Art Diskussionsgrundlage der weiteren Ausgestaltung. Aber dazu müssen wir uns erstmal grundsätzlich dazu bekennen, dass der Bürgeranwalt an sich ein sinnvolles Instrument ist, um die Interessen von Bürgern durchzusetzen. Danke. Gut, die Rednerliste ist eröffnet. Ich sehe keinen Bedarf für diesen Antrag, weil ich auch keinen Bedarf für den Bürgeranwalt sehe. Es gibt in jedem ordentlichen Amtsgericht einen Rechtspfleger, der kostenlos jedem Bürger dieses Landes zur Verfügung steht. Wenn der Rechtspfleger der Meinung ist,
dass das Anliegen im weitesten Sinne juristisch auch irgendwie nur eine Chance auf Erfolg und Berechtigung haben könnte, dann gibt es einen entsprechenden Schein bis hin zur Prozesskostenhilfe. Es gibt erstmal diesen Beratungsschein, wo der finanziell schlecht gestellte Bürger, er muss noch nicht mal Hartz-IV-Empfänger oder ähnliches sein, es geht nach Einkommensverhältnissen, also auch kleine Einkommen sind damit eingeschlossen, sich einen freien Anwalt seiner Wahl suchen kann. Soweit ich weiß, kostet ihn das dann einmalig 10 Euro und sämtliche weiteren Kosten bis Prozessbeginn werden von der Staatskasse übernommen. Im Prozessfalle gibt es die sogenannte Prozesskostenhilfe. Von daher finde ich, dass es eigentlich weitestgehend sichergestellt ist, dass ein Bürger sich gegen Willkür von Verwaltungen, die de facto erheblich stattfinden, zur Wehr setzen können. Ich meine, nicht umsonst werden 50% aller Streitfälle vor Gericht zugunsten von zum Beispiel Hartz-IV-Empfängern entschieden. Also der Bedarf ist klar da. Aber ich denke, dass die bestehende Rechtslage eindeutig gut genug ist. Und zum anderen denke ich auch nicht, dass wir grundsätzlich zu viele Dinge sozialisieren sollten. Also jemand, der genug Kohle hat, soll sich seinen Anwalt selber leisten, weil wenn er gewinnt, muss er ihn sowieso nicht bezahlen. Wir beide hatten uns gestern Abend ja schon unterhalten darüber, dass man diesen Programmantrag mit dem Klagerecht der BIs koppeln sollte. Denn genau das ist ein Punkt, was er sagt. In gerichtlichen Auseinandersetzungen, zum Beispiel um das Problem Hartz IV, da hast du diese Möglichkeit. Dafür musst du allerdings sozial bedürftig sein. Wenn du gegen eine Maßnahme, Planungsmaßnahme, Baumaßnahme kandidierst, sind die Prozesskosten so eminent hoch, dass du auch als jemand, der nicht sozial bedürftig ist, dir das dann nicht leisten kannst. Ich würde daher eher für eine Kopplung plädieren. Ich weiß, dass ich dir damit hier gerade dein Baby kaputt trete, aber ich kann dann besser in der Öffentlichkeit argumentieren. Ich befürchte nämlich, dass genau dieser Punkt, den Ralf auch genannt hat, mir dann vorgehalten wird und ich habe Schwierigkeiten, dann dagegen zu argumentieren und diesen Unterschied darzulegen. Ja, also ich habe mir natürlich auch angeguckt, was steht Betroffenen als Prozesskostenbeihilfe tatsächlich zur Verfügung. So ein Ergebnis, was mir da besonders präsent war: Du hast 2.500 Euro im Monat zur Verfügung. Dir wird Prozesskostenhilfe gewährt in Höhe von bis zu einer gewissen Summe, was du dann innerhalb von 6 Monaten mit circa 5/8 deines verfügbaren freien Einkommens tatsächlich zurückzahlen musst. Prozesskostenhilfe ist gerade im Fall von Bürgerinitiativen und dem Vorgehen gegen derartige Antragsgegner ein ziemlich stumpfes Schwert. Ich sehe durchaus ein, dass der Antrag insofern zu Irritationen führen kann, aber wir haben die glückliche Situation, dass wir das nicht aktuell tatsächlich in der Form in ein Wahlprogramm aufnehmen müssen, sondern das ist ein Antrag, der natürlich im Nachgang auf anderen Parteitagen oder Veranstaltungen, wo wir Wahlprogramme dann beschließen, noch weiter spezifiziert werden und ausgebaut werden kann. Und von daher ist das hier eine, ja, das ist ja mein Abschlusswort, oder? Von daher sehe ich momentan nicht, dass man tatsächlich das so, wie es jetzt dort vielleicht tatsächlich etwas missverständlich steht, morgen vertreten muss. Jetzt kam es ein bisschen durcheinander, aber da gibt es doch jetzt noch eine Frage oder ein Statement. Ich bin gegen diesen Antrag aus mehreren Gründen. Einerseits hat sich in den meisten bürgernahen Fällen schon eine Rechtsbeihilfe institutionalisiert. In allen Spezialfällen, wo es vielleicht um horrende Immobiliensummen gehen könnte, sind wir vielleicht auch nicht unbedingt mit genug Expertise gesegnet, um da jetzt irgendwie etwas zu schaffen, was dann vielleicht doch nicht passen würde. Da
ist vielleicht ein bisschen mehr Arbeit nötig, aber ich möchte es ganz grundsätzlich ablehnen, aus einem anderen Grund. Wir versuchen hier den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben. Wenn ich mir nämlich die Arbeit vor Ort in den Kommunen anschaue, dann werden fast alle unsere geilen Piratenanträge abgelehnt mit irgendwelchen rechtlichen Erwägungen oder es müssen erst Rechtsgutachten angelegt werden, ob man das überhaupt umsetzen könnte. Das ist so eine Art Totschlaghammer, den man immer bringen kann. Und wenn ich mir angucke, was wir mehr als genug haben in der Verwaltung, dann sind das Juristen, weil man die auf in jedem Fachdienst einsetzen kann. Und nach dem Parkinson'schen Gesetz, nachdem sich Arbeit immer ausdehnt, die Zeit zur Verfügung steht, wird, sobald man so eine Stelle erstmal geschaffen hat, vielleicht sogar so eine absurde Situation eintreten, dass die Stadt das als weitere Bühne verwendet, damit Meinungsmache erzeugt wird. Es wird einfach Klage gegen Klage gemacht, ohne dass dem Bürger überhaupt noch geholfen wird. Man hat einfach nur einen weiteren Rechtsstreit, eine weitere abstrahierte Ebene der Politik und damit ist dem Bürger nicht mehr geholfen. Danke. Nee. Du kriegst gleich noch ein Abschlusswort. Aber machst du doch ein bisschen runter. Passt so. Also, ich habe da mal eine allgemeine Verständnisfrage. Du möchtest, dass wir diesen Antrag annehmen, um dann später noch darüber zu diskutieren. Das ist in meinen Augen der falsche Weg. Also entweder wir diskutieren etwas vorher, aus das dann ein Antrag entsteht, den wir auch annehmen können. Ich bewundere das, dass Leute ganz viel Arbeit investieren in alle möglichen Themen. Aber das ist die falsche Vorgehensweise. Wir müssen erst eine Diskussionsforum, also wir müssen diskutieren und gucken, ob das überhaupt Sinn und Zweck hat, woraus dann hier dieser Antrag entsteht. Darum können wir nicht etwas annehmen und nachher rumdiskutieren, ob das dann toll ist. Also. Würdest du ein Wort ergänzen, könnte ich diesem Antrag gerne zustimmen. Und zwar, wenn das heißen würde, damit sollen die Chancen berechtigter Interessen von Bürgergruppen gegenüber der Verwaltung erhöht werden. Weil da hast du völlig recht, was die Möglichkeiten von Bürgerinitiativen und Bürgergruppen angeht, sich gegen Verwaltungswillkür zu wehren, ist, glaube ich, definitiv Bedarf da. Ich hatte das eher auf die Individualebene bezogen. Ansonsten kann man auch überlegen, wenn man ihn nochmal überarbeiten sollte, ob man sagt, meinetwegen ein gewisses Quorum, x Unterschriften, x Prozent der Bevölkerung oder so, müssen an einer Bürgerinitiative teilnehmen, dann ist sie relevant und dann hat sie gefälligst staatlich, juristisch unterstützt zu werden. Oder so, nur als Vorschlag. Gut, dann schließe ich mal die Rednerliste. Ein Abschlusswort. Also erstmal danke an Ralf für den Einblick in die kommunalpolitische Praxis. War mir nicht ganz fremd, aber du hast etwas ganz Wichtiges dabei gesagt, nämlich, dass eine enorme Horde von Juristen auf der staatlichen Seite sitzt und du als entweder Kommunalpolitiker, der nicht auf Seiten der Mehrheitsfraktion ist, oder erst recht als normaler Bürger kaum eine Möglichkeit hast, dagegen anzustinken. Der Einwand von Jessica, den nehme ich zur Kenntnis. Ja, ich hätte mich auch gefreut, wenn noch weit mehr Diskussionen als die Sie auf der Mailingliste geführt worden sind, im Vorfeld geführt worden wären. Aber nochmal, das ist hier ein Anfang und beim besten Willen noch nicht das Ende dieses Antrags. Es geht auch nicht darum, ihn umzuändern oder sowas, sondern die Grundlage zu schaffen, um ihn zu optimieren. Da ist es immer gut, wenn man was hat, auf das man zurückgreifen kann. Das wäre eine Grundlage, auf die man zurückgreifen kann. Und den Ansatz von Ralf kann ich auch unterstützen. Wenn es dadurch klarer wird, dass es nicht um Einzelinitiativen geht oder um Einzelinteressen geht, sondern dass das schon eine gewisse Gruppe sein muss, wie auch immer die dann nachher definiert wird, das sagt der Begriff der konkreten Gesetzgebung, die da denn entwickelt werden soll, kann ich das gerne übernehmen. Ja? Mhm. Gut, dann kommen wir zur Abstimmung über diesen Programmantrag 01.
Ich möchte euch bitten, die Stimmkarten zu heben, wenn ihr dafür seid, diesen Antrag anzunehmen. Gegenprobe, wer möchte, dass dieser Antrag nicht angenommen wird? Scheiße, das ist fast das Gleiche. Wir fangen mal von vorne an. Bitte noch mal die Karten hoch, wenn ihr ihn annehmen wollt. Ich zähle jetzt durch. 13. Danke. Gegenprobe. Das ist meines Erachtens keine Zweidrittelmehrheit. Also in der Geschäftsordnung werden laut § 5 Absatz 3 über Satzungs- und Parteiprogrammänderungsanträge mit Zweidrittelmehrheit abgestimmt. Und das ist hier der Fall. Von daher war jetzt keine Zweidrittelmehrheit gegeben für diesen Antrag. Das heißt, der Antrag wurde nicht angenommen. Hast du jetzt einen GO-Antrag oder? Ich beantrage Unterbrechung der Sitzung für 5 Minuten. Thomas beantragt die Unterbrechung der Sitzung für 5 Minuten. Wenn ihr dafür seid, dass wir die Sitzung unterbrechen, hebt bitte eure Stimmkarten. Wenn ihr weitermachen wollt, erstmal dafür. Gegenprobe, wer ist dagegen, wer will fortfahren? Gut, damit unterbrechen wir die Sitzung für 5 Minuten.
So, ich sage jetzt einfach mal, die 5 Minuten werden um. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut, aber ist egal. Wir haben einen GO-Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung vom Florian und vom Thomas. Und zwar soll der Paragraph 5 Absatz 3, er bringt ihn gleich auf den Beamer, ich lese es schon mal vor, neu gefasst werden mit dem Satz: Übersatzungs- und Grundsatzprogrammanträge wird mit 2/3 Mehrheit über alle anderen Anträge wird mit einfacher Mehrheit abgestimmt. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Das heißt, die Anträge, die wir jetzt heute noch auf der Tagesordnung haben, würden sich dahingehend verändern, dass die Abstimmung nicht mehr mit 2/3 Mehrheit, dass die Anträge nicht mit 2/3 Mehrheit angenommen werden müssen, sondern nur noch mit einfacher Mehrheit. Ah, Gegenreden, ja. Keine Gegenrede, nur eine Frage. Ich habe das richtig verstanden, dass diese Dinge, die wir eventuell heute noch beschließen, egal ob jetzt mit 2/3 oder 50% Mehrheit, nicht in Zement gemeißelt sind als unverrückbare Grundsatz, Tralafu, wie auch immer Position, sondern dass das im Prinzip eine Ausgangsbasis für weitere Entwicklung ist. Weil, so verstehe ich das auch, ja. Na gut, dann kann ich persönlich mit 50% hervorragend leben, weil es ist dann ja nicht in Zement gemeißelt. Gibt es weitere Fragen zu diesem GO-Antrag? Ich möchte eine Gegenrede halten. Und zwar halte ich es nicht für sinnvoll, das jetzt zu ändern, all dieweil wir zum einen mitten in der Versammlung sind und insofern einen Modus haben, bei dem wir auch bleiben sollten, und zum anderen eine Zweidrittelmehrheit hier ja durchaus einen Hintergedanken, einen Sinn hat, nämlich auch solche Dinge, Programm, Parteiprogramm, eben mit einer fundierten Mehrheit in dieser Partei zu haben. Und das jetzt abzuändern, bloß weil hier die Mehrheiten gerade nicht so sind, wie sie vielleicht sich der ein oder Antragsteller gerne hätte, kann kein Grund sein, jetzt hier die Geschäftsordnung komplett auf den Kopf zu stellen. Gut.